Ja, da sind wir. Herzlich willkommen bei der Kanoko 2024. Alle, die schon mal da waren, willkommen zurück. Alle, die zum ersten Mal da waren, halt willkommen zum ersten Mal. Ich hoffe, ihr habt alle eine schöne Zeit hier, ein spannendes, inspirierendes Wochenende. Wir haben viel vor. Ihr wisst ja, kennt das Programm. Muss ich nicht mehr viel zu erzählen. Heute nur ein Punkt und dann gleich Übergang in den gemütlichen Teil des Abends. Da seid ihr sicherlich auch schon alle instruiert. Wahrscheinlich habt ihr schon mehr gesehen jetzt hier von den Räumlichkeiten als ich. Auf jeden Fall werden wir noch einen netten Abend haben zusammen und ich werde mich hier jetzt nicht weiter auslabern sozusagen über die Konferenz, die vor uns steht, sondern sofort hier die Zeit nutzen, um mit unseren prominenten Gästen aus dem Bundestag die aktuelle Cannabis-Politik zu besprechen, kleinen Rückblick zu machen, ein bisschen vorauszuschauen. Wir haben ja einen gewissen Meilenstein durchaus erreicht, muss man sagen, mit diesem Cannabis-Gesetz. Sind ein gutes Stück vorwärts gekommen und haben noch ein bisschen Weg zu gehen. Und wir haben in dem Zusammenhang jetzt hier, ich fange mal hinten an oder von euch aus gesehen, rechts mit Dirk Heidenblut von der SPD, Drogenpitcher-Sprecher, zusammen mit Carmen Wegge. Dann Kirsten Kappert-Gunter von den Grünen, auch zuständig für Cannabispolitik und Vorsitzende im Gesundheitsausschuss. Frau Lüttke für die FDP kann leider nicht, aber dafür vertritt sie Roman Francesco Rogat, glaube ich, habe jetzt richtig gesagt. Ja? Absolut korrekt. Wunderbar. Ihm gebe ich gleich nochmal die Möglichkeit, sich persönlich vorzustellen, weil er der Einzige ist hier in der Reihe wahrscheinlich, den ihr nicht kennt sowieso und der auch zum ersten Mal bei so einem DHV, bei so einer DHV-Runde dabei ist. Und Frank Tempel kennt ihr auch sicherlich noch von den Linken, der mal Drogenpitcher-Sprecher zumindest war in seiner Zeit im Bundestag und auch Träger des Hanfadlers ist. Insofern als verdienter Politiker, der auch schon das Land auf und ab bereist hat, als ehemaliger Polizist auch oder jetzt wieder Polizist für die Legalisierung sich eingesetzt hat. Euch allen bekannt. Von daher ganz kurz bitte Roman Francesco Rogat, kurze Selbsterklärung. Klatschen dürft ihr auch mal kurz dafür, dass ihr da seid, dass sie da sind. Ja, lieben Dank. Danke für die Einladung. Ich vertrete heute Christine Lüttke, die leider nicht da sein kann. Die ist schon wieder zurück auf dem Weg nach Nürnberg in ihren Wahlkreis. Ich war lange Zeit Landesvorsitzende der Jungen Liberalen Berlin, habe in der Funktion auch für die Cannabis-Legalisierung innerhalb der FDP damals gekämpft, den Beschluss beim Bundesparteitag und war dann selber Abgeordneter im Berliner Abgeordnetenhaus und da auf Landesebene zumindest zuständig für das Thema Drogensuchtpolitik, aber auch Digitalisierung eigentlich mein Schwerpunkt und hatte, glaube ich, so meinen größten medialen Aufschlag, wo mein Name aufgetaucht ist, darin, dass ich damals bei der FDP beim Bundesparteitag beantragt hatte, das portugiesische Modell als Grundlage für die Drogenpolitik der FDP zu nutzen, das immerhin 30 Minuten Beschlusslage war, der ist dann wieder rückgängig gemacht oder nochmal abgestimmt wurde. Insofern ein klein wenig mit den Themen vertraut, nicht so tief wie die beiden Kolleginnen und Kollegen oder quasi aus dem Deutschen Bundestag, aber ich gebe mein Bestes. Ja, danke. Ich bin, ja, gerne, immer gut. Von daher bin ich jetzt auch gespannt tatsächlich, was wir hier zu hören kriegen über die Sicht auf die Dinge, wenn wir ein bisschen zurückschauen. Damit würde ich jetzt gerne mal anfangen. Und da müssen wir vorweg natürlich auch im Bewusstsein haben, dass wir hier zwei Politiker haben, die wirklich ganz eng dabei waren, mitberaten haben bei dem Cannabis-Gesetz in ihrer Funktion als Ampel. Politiker, die im Prinzip jetzt auch das Ergebnis dieses Gesetzes irgendwie vertreten und verantworten sozusagen. Und einen Oppositionspolitiker, der draufschlagen kann, ja, auf die Schwierigkeiten, die immer noch existieren in der ganzen Geschichte und ein bisschen freier loslegen kann sozusagen. Ja, das muss er natürlich auch ein bisschen mitbedenken hier von der Funktion her. Und noch jemand, der da irgendwo dazwischen ist sozusagen, nicht ganz so nah mit dran war an der Debatte, aber doch wiederum ein Vertreter der Ampel, wo wir jetzt mal sehen müssen, wo ich selber auch gespannt bin, ja, was wir jetzt so hier zu hören kriegen. Ich würde nämlich gerne mal wissen, wie ihr das persönlich erlebt habt, diesen Vorgang, den Weg zum Cannabis-Gesetz.
Da sind ja doch einige Punkte drin, wo wir sicherlich uns alle einig sind, dass sie nicht so toll sind. Ja? Also unabhängig davon, ob wir hier einen riesen Meilenstein erreicht haben, gar keine Frage, ein großer Schritt nach vorne. Aber es war ja doch so, dass eigentlich alle Vertreter der Ampelparteien auch sich einig waren, dass bestimmte Dinge nicht besonders sinnvoll sind in den Gesprächen, die wir vorher alle so geführt haben. Ja? Und wo man sich dann schon fragt, wieso stehen die noch in diesem Gesetz drin? Mal so ein Beispiel, Konsum im Anbauverein ist verboten. Ja, wo glaube ich, hier niemand auf dem Podium sagen würde, das ist eine sinnvolle Idee. Ja, wo ich den Eindruck habe, also ein bisschen wirres Zeug vom Gesundheitsministerium und von Lauterbach persönlich vielleicht da reingeschrieben worden oder so, wo man dann dachte, okay, jetzt aber endlich irgendwie verlässt dieses Gesetz, dieser Entwurf, die Bundesregierung, ja, der Kabinettsentwurf, wird endlich freigelassen, der Bundestag kann jetzt aufräumen. Ja, jetzt kommen die vernünftigen Leute dran, die den ganzen Blödsinn da rausnehmen. Das ist in Teilen passiert tatsächlich, aber nur eigentlich in Nuancen, aber nicht bei den grundsätzlichen Fragen. Da würde ich jetzt gerne mal so ein bisschen von links nach rechts hören. Ja, also mir ist auch klar, dass ihr jetzt nicht 100% sagen könnt, ja, ne, wie eure Meinung ist, völlig ohne Rücksicht auf die eigenen Fraktionen und die Ampel und so weiter. Ja, aber mal gucken, was so kommt. Probieren wir mal. Ja, genau. Eigentlich bei links fängt bei mir an dann, ne? Aber fang ruhig an. Eins, zwei. Jetzt hört man mich aber. Okay, vielen Dank. Also ich habe wenig Problem damit, auch sozusagen in die eigene Richtung zu sagen, dass eine Menge Dinge einfach immer noch blockiert worden sind, die wir, glaube ich, beide oder alle drei, ich nehme mal die Christine, die jetzt heute nicht hier ist, aber die durchaus sehr engagiert in die gleiche Richtung gedacht hat, die wir gerne anders gemacht hätten. Das hat viele sehr unterschiedliche Gründe. Ich meine, bei meiner Fraktion hat man ja gemerkt, dass es am Ende nochmal einen sehr deutlichen Disput ganz grundsätzlich bezogen auf das Gesetz gab. Da hat man dann vielleicht einen Eindruck davon, wie schwierig es war, schon sozusagen intern durchzusetzen, dass das überhaupt weitergeht. Bei manchen Dingen, und eins ist gerade angesprochen, Konsum in Cannabis-Clubs, gebe ich zu, habe ich bis heute nicht verstanden, warum an bestimmten Stellen da massive Sperren waren, die wir schlicht nicht durchbrechen konnten. Also wir haben alles versucht, wir haben auch deutlich gemacht, dass das eigentlich eine völlig unsinnige Geschichte ist, weil uns auch immer wieder entgegengehalten wurde, dass das nun gerade ein Riesenaspekt des Kinder- und Jugendschutzes wäre. Was völlig unverständlich ist, weil in die Cannabis-Social-Clubs dürfen ja Kinder und Jugendliche nicht rein. Also wen schütze ich damit, wenn ich da keinen Konsum zulasse? Ganz im Gegenteil, ich muss dann außerhalb konsumieren. Und das ist ja eher dann etwas, wo ich Kinder und Jugendliche treffe. Also ist genau das Gegenteil der Fall. Hat man alles argumentieren können, aber unsere besten Argumente sind an vielen Stellen nicht gehört worden. An anderen Stellen, sag ich mal, ist es einfach so, also da ist es so, dass es tatsächlich für mich bis zum Schluss unverständlich blieb und ich kann nach wie vor nicht nachvollziehen, warum es nicht möglich war, da die Mauer zu durchbrechen. Aber es hat am Ende nicht geklappt. Wir haben ja nicht alleine verhandelt, sondern das muss man vielleicht auch wissen, bei solchen Verhandlungen ist schon das Ministerium mit am Tisch. Bei solchen Verhandlungen sind natürlich unsere Partei- oder Fraktionsführungen mit am Tisch. Also das machen nicht, wenn wir das nur unter uns gemacht hätten, wäre es wahrscheinlich noch einfacher gelaufen. Das machen nicht die drogenpolitischen Sprecherinnen und Sprecher alleine. Das wäre übrigens auch bei der Linken nicht anders gewesen. Auch da wären eine Menge Leute mehr am Tisch gewesen. Und an den Stellen haben wir einfach an bestimmten Punkten es nicht durchbrechen können. Bei anderen Punkten waren es schlicht Kompromisse. Auch bei uns innerhalb der Fraktion, also ich nehme mal Grammzahlfragen, die Fragen, wie viel Pflanzen angebaut werden dürfen und ähnliche Dinge mehr, da waren es einfach zum Teil Kompromisse. Und manchmal war es auch die Frage, wer es denn eigentlich zu regeln hat. Also bei der Frage Verkehr zum Beispiel war dann irgendwann die Situation, dass eigentlich klar war, das müsste über Verkehr geregelt werden. Und das hat eigentlich mit dem BMG jetzt nichts mehr zu tun, weil es ja im Grunde auch nicht eine Gesundheitsfrage ist, sondern eine Verkehrssicherheitsfrage ist. Also all die Dinge haben eine Rolle gespielt. Ich kann für mich nur sagen, es war in den 11 Jahren, in denen ich jetzt im Bundestag bin, mein absolut härtestes Gesetz. Und ich habe eine Menge Gesetze verhandelt und die Reform zum Beispiel der Psychotherapieausbildung war auch kein einfaches Gesetz. Aber dieses Gesetz mit all den Widerständen, die aus der Öffentlichkeit kamen, die aus der Opposition kamen, die aber aus den eigenen Reihen kamen, bis hin zum Schluss nochmal die Länder, wo wir ja alle, glaube ich, noch mal gezittert haben, auch wir, weil wir sind eben nicht die Ländervertreter und alle noch mal mit unseren Ländervertretern, glaube ich, jeweils ein Wort geredet haben. Also so viel habe ich noch nicht erlebt bei einem Gesetz, weil dieses Thema einfach ideologisch komplett
überfrachtet ist. Und das ist, glaube ich, das, was dir dann auch passiert ist auf deinem Parteitag mit der Frage sozusagen Modell, portugiesisches Modell, wobei ich da ein paar Fragezeichen dran setzen würde, weil die ja nicht wirklich in Richtung Legalisierung gegangen sind. Also ich bin absolut dafür, alle Drogen zu entkriminalisieren. Das ist das portugiesische Modell, aber ich bin... nicht dafür, dass man nicht auch einen Weg in die Legalität sucht, wie wir das jetzt bei Cannabis zumindest in Ansätzen gemacht haben. Also, dass man im Grunde genommen sagt, wir bestrafen zwar nicht, aber du musst dann möglicherweise vor eine Kommission, weil wir dich trotzdem irgendwie für komisch halten und du hast keine legale Bezugsquelle. Insofern finde ich das portugiesische Modell zumindest strittig an der Stelle. Aber ich will das gar nicht vertiefen, ich will nur sagen, das ist ideologisch so überfrachtet, die ganze Geschichte. Auch das, was zum Teil mit den Cannabis-Social-Clubs, auch jetzt zum Schluss nochmal durch das Eingreifen der Länder passiert ist, hat aus meiner Sicht keine stringente Idee dahinter, sondern ist einfach sozusagen Ängsten geschuldet, die mit dem System zusammenhängen. Und ich kann nur hoffen, dass wir alle die Chance nutzen, die Freiheiten, die wir ja jetzt am Ende geschaffen haben, so zu gebrauchen, dass wir es schaffen, diese Ängste abzubauen. Das ist einfach unendlich wichtig, damit wir an der Stelle weiterkommen. Ich persönlich glaube nicht, dass, egal wie es laufen wird, das Rad nochmal zurückgedreht wird. Aber ob wir weiterkommen, wird entscheidend davon aus abhängen, wie das Ganze jetzt sozusagen sich aufstellt und entwickelt. Und da kann ich nur hoffen, dass wir alle gemeinsam sozusagen den Druck dahinter auch aufrechterhalten, dass es einfach weitergehen muss. Weil das, was wir haben, kann nur ein Anfang sein. Ich bin froh, dass wir den Anfang haben. Und wir haben viel Schweiß gelassen, dass wir den bekommen. Aber das kann nur ein Anfang sein und da müssen wir einfach weiterkommen und da müssen wir noch viel, viel Abbau leisten. Erstmal hier gucken. Also wir reden jetzt mit diesem Handmikro, ne? Dann können wir doch eigentlich diesen Kram hier von den Ohren nehmen, oder nicht? Probier doch mal ohne. Dann hängt das jetzt da hinten irgendwie rum, ist ja auch vielleicht mittelgut, naja. Also, ich glaube nicht, dass es nur um Ängste ging. Also ich unterstreiche erstmal alles, was Dirk gesagt hat und das vielleicht mal vorweg. Wir wären nicht da, wo wir heute sind, wenn nicht Dirk Heidenblut, Christine Lüttke und ich uns so untergehakt hätten und zu keinem Zeitpunkt erlaubt hätten, dass zwischen uns auch nur ein Blatt Papier passt, dann sonst wäre das nicht gelungen. Aus meiner Sicht sind das nicht, ist übrigens auch in diesem Bundestag eine extrem gute Erfahrung, Kolleginnen in den anderen Fraktionen zu haben, auf die man sich so komplett verlassen kann. Das ist nicht immer so und das ist was wirklich ganz Großes und sonst wäre das auch nicht gelungen. Aus meiner Sicht ist das ein beinharter Kulturkampf, den wir hier geführt haben und den wir immer noch führen. Und wir hatten es nur zu einem geringen Maße mit rationalen Gegenargumenten zu tun. Wir hatten es in aller Regel mit Behauptungen, Falschbehauptungen und auch lobbygetriebenen Behauptungen zu tun. Und wir hatten es eben damit zu tun, dass wir eine Opposition im Deutschen Bundestag haben, eine Konservative, die das für sich benutzt hat, um hier ein Us and Them zu machen, was sowieso in der jetzigen Lage, wie ich finde, überhaupt nicht der richtige Zugriff ist. Dass das uns gelungen ist, hat etwas damit zu tun, dass die Szene, dass der Handverband, dass viele auch Expertinnen und Experten bei den Anhörungen immer total super argumentiert haben, gestanden haben und hat aber auch was damit zu tun, dass wir bereit waren, dieses wirklich rund um die Uhr immer wieder von vorne erklären und stehen und stehen und stehen und an entscheidenden Stellen auch nicht weichen, durchgestanden haben. Und so weit sind wir immerhin gekommen. Und ich
finde, dass man das auch gemeinsam würdigen muss. Wir haben diesen Paradigmenwechsel zusammen hingekriegt. Und es gab viele, die noch zu Anfang der Legislatur nicht geglaubt hätten, dass wir 2024 da sind, wo wir sind. Und da sind wir. Und das heißt jetzt aber nicht, dass, du hast es ja schon gesagt, ich wiederhole, dass wir umfassend zufrieden sind mit dem Gesetz. Ich halte genau wie du, das will ich einmal wiederholen, weil ich es so unfassbar unverständlich finde, dass wir den Konsum in den Clubs nicht zugelassen haben. Der Konsum in Clubs ist Kinder- und Jugendschutz, weil man eben nicht in der Häuslichkeit konsumieren soll. Der Konsum in Clubs ist auch Harm Reduction, weil man zusammen konsumiert. Der Konsum in Clubs ist auch Lernen für Leute, die vielleicht noch keine Erfahrung haben, wie man auch irgendwie angemessen mit einer eventuell für eine Person neue Substanz umgeht. Von daher wäre es natürlich richtig gewesen, wir hätten aus Cannabis-Clubs Cannabis-Social-Clubs gemacht, auch wissend, dass wir ungefähr mindestens ein Drittel der Bevölkerung haben, die sich einsam fühlen. Warum soll man Menschen in Kneipen erlauben, zusammenzukommen? Ist ja gut, aber warum in Social Clubs nicht? Also in Cannabis-Clubs. Also so. Wir haben das, wie ich finde, total klug die ganze Zeit argumentiert. So. Das Gleiche gilt aus meiner Sicht für die Edibles. Auch da waren wir uns ja komplett einig, Edibles und Beverages. Es gibt auch jetzt mal von Harm Reduction Gesichtspunkten her betrachtet keinen vernunftgeleiteten Grund zu sagen, ich muss Menschen sozusagen auferlegen, zu inhalieren mit allem, was damit auch verbunden sein kann. Also das ist auch so ein Punkt, da haben wir, es war nicht möglich, dass wir uns da durchsetzen. Das hatte was mit Öffentlichkeit zu tun, das hatte was mit einzelnen Berufsgruppen zu tun, die Dinge behauptet haben, die eigentlich im internationalen Vergleich widerlegt waren, die aber dann in bestimmten Teilen auch in Teilen deiner Fraktion, du hast es ja selber gesagt, auch verfangen haben. So, dass wir jetzt nochmal diese Situation mit der Protokollnotiz hatten, ist nicht das gewesen, was wir uns gewünscht haben, aber ich kann euch sagen, dass das nicht im Vermittlungsausschuss gelandet ist, dieses Gesetz. Auch das war quasi Mund-zu-Mund-Beatmung mit einigen Personen. Das waren unglaublich viele nächtliche Telefonate, Tagestelefonate, Briefe und immer wieder Telefonate. So. Und dann war der Ausweg für Heldinnen diese Protokollnotiz. Ihr wisst, das war für uns ein Schmerz. Ihr habt vielleicht die Reden gehört, die wir dazu im Bundestag gehalten haben, dass da niemand von uns sagte, juhu, jetzt setzen wir diese Protokollnotiz um, was ist das schön. So, ist ja klar. Aber wenn man was zusagt, dann hält man das. Punkt. Und so war das, was mich sehr freut. Und auch das ist nur gelungen, weil wir zusammengestanden haben, dass wir parallel noch die Geschichte mit dem Führerschein und der Nanogrammgrenze für THC, dass wir das verkoppelt haben. Weil wenn das nicht gelungen wäre, ja, die Länder wollten die Protokollnotiz, die Umsetzung musste passieren. Wenn wir das nicht verkoppelt hätten, glaube ich, hätte das auch noch mal schiefgehen können, dass wir die überhaupt bekommen. Von daher bin ich froh, wo wir gelandet sind, aber wir arbeiten weiter. Und jetzt brauchen wir die zweite Säule. Wir müssen was mit den 7,5 Gramm THC machen. Das ist auch absolut nicht trivial. Das ist noch überhaupt nicht klar, ob da was gelingt oder nicht. Aber worauf ihr euch verlassen könnt, ist, dass ungefähr kein Tag vergeht, wo wir nicht weiter auch an diesem Thema arbeiten. Und das ist die Situation. Aber immerhin, der Paradigmenwechsel ist geschafft. Und das, glaube ich, kann uns keiner mehr nehmen. Gut, bei mir funktioniert das Ding hier, glaube ich. Probieren wir gerade mal das nächste Mikro aus. Kleiner Tontest. Ja, da ist der Ton. Ich glaube, hier in dem Saal muss man ja niemanden katholischer machen, als er eh schon ist.
Ich finde einen Punkt, den muss man aber nochmal, glaube ich, explizit herausstellen, weil das ist mir dann auch in der Debatte, auch gerade online, wo es ja eh ein bisschen überreizter ist manchmal, aufgefallen, wo man nochmal genauer hinschauen muss, nämlich das ist der Satz Paradigmenwechsel. Auch wenn man am Ende sagt, das Gesetz, so wie es jetzt ist, ist nicht das perfekte Gesetz. FDP-Fraktion hat ja in dem eigenen Eckpunktepapier keine Besitzobergrenzen beispielsweise ja auch drin, wo man viel diskutieren kann. Diese nicht geringe Menge ist eine Sache, die Konsum in den Clubs ist eine weitere. Da kann man ja noch ein paar deutlich einige Punkte durchdeklinieren, die so nicht gut sind. Aber ich glaube, dieser für viele, die halt betroffen sind, ist das vielleicht etwas so, dass etwas passiert ist, was nicht der Herzenswunsch war. Es war nicht der große Befreiungsschlag mit einem Knall, jetzt ist alles irgendwie in eine schöne, heile Welt gekommen, sondern es ist wirklich ein langer und komplizierter und auch harter Prozess gegen die Desinformation, gegen eine ja wirklich ja jahrzehntelang eingetrichterte Geschichte, das ist ganz böses Kraut und wer das benutzt, das ist irgendwie komplett wahnsinnig. Und denkt doch mal an die Kinder, dass das eine Geschichte ist, die ja seit Jahrzehnten erzählt wurde und dass man es nur ganz, ganz schwer und scheibchenweise schafft, das aufzubrechen, mit Fakten zu unterlegen und dagegen auch anzukämpfen. Und ich glaube, das ist, deswegen ist ja der Begriff Paradigmenwechsel, so groß er klingt und so klein er vielleicht für manche erscheinen mag, doch der richtige, weil es halt wirklich jetzt gebrochen wird in der Cannabispolitik in Deutschland mit einer ja jahrzehntelang verständigten, harten Blase, die massiv bekämpft wurde. Deswegen glaube ich, kann man das gar nicht oft genug betonen, auch wenn es vielleicht manchmal nicht den Anschein hat in der Realität, was jetzt tatsächlich umgesetzt wurde. Ich glaube, das ist ein Punkt, den kann man gar nicht genug erklären. Und deswegen ist es, glaube ich, absolut wichtig, dass es nicht nur Konferenzen wie diese hier gibt, Hanfparade, Global Marihuana March und was es ja nicht alles gibt, dass da immer noch viele Leute hingehen und sagen, das ist noch nicht alles, das kann noch nicht alles gewesen sein. Aber es ist halt wirklich ein harter Kampf gegen, wie es ja gerade gesagt wurde, eine konservative, dominierte Debatte, die daraus auch noch alle möglichen Themen ableitet. Und so, dass es dann halt wirklich noch ein langer Prozess ist, ehe wir vielleicht an einen Punkt kommen, wo man dann wirklich sich zurücklegen kann und sagen kann, so, das Thema ist jetzt durch, jetzt können wir alle irgendwie zufrieden die Hände in den Schoß werfen. Deswegen... Ich war jetzt nicht bei den Verhandlungen dabei. Ich habe es ja nur von Frau Lüttke, von Christine Lüttke quasi immer nur gehört, wie das denn ablief und so weiter, dass da eine gute Einigkeit herrschte zwischen den Koalitionspartnern. Aber was auch mir auf Landesebene auch aufgefallen ist, das ist, dass wenn man einmal mit einer Verwaltung auch massiv zu tun hat und wenn die einmal ihre Muskeln spielen lässt, dass es dann ganz schwer ist, sich gegen die Gegeninteressen, die in der Verwaltung vielleicht auch vorherrschen, sich dagegen durchzusetzen. Deswegen glaube ich, der Kampf wird noch weitergehen. Weiß jetzt nicht, wie die Zeitschiene aussieht für die Säule 2, dass man das zumindest nochmal in dem Boden verankern kann bis zur nächsten Bundestagswahl. Aber ich gehe davon fest aus, dass das, was jetzt erreicht wurde, auch wenn andere Parteien da jetzt ja schon groß rumtösen, dass man das zumindest nicht wieder rückabwickelt. Und diesen Erfolg, den man jetzt hat, den kann man zumindest, kann uns jetzt zumindest keiner mehr nehmen, egal was nach den nächsten Wahlen am Ende passiert und wie auch weiter die politische Landschaft sich so entwickelt. Deswegen glaube ich, ist das etwas, worauf man stolz sein kann, auch wenn der Kampf immer noch weitergeht und noch lange nicht aufgehört hat. Insofern ist, glaube ich, wichtig, dass es weiter Druck gibt auf die Parteien aus der Zivilgesellschaft, über die Verbände. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, um das, damit man das halt mal zu einem guten Ende führen kann. Danke. Frank, bist du auch stolz auf das, was wir erreicht haben, zu dem du ja auch deinen Teil beigetragen hast? Ja, also erstmal mein Dank auch an die, die das im Bundestag jetzt zum Ende durchgekämpft haben. Heidenrespekt, besonders Dirk, bei dir. Ich weiß, wie schwer das ist, wenn man zu einem Thema in der eigenen Fraktion, da gibt's ja auch sehr meinungsstarke Leute aus dem Bund der Kriminalbeamten. Ich kenne die Argumentationskette.
Ich kannte ihn, da war er noch Stellvertreter und der BDK war besserer Positionierung. Ich hätte bei euch auch lieber den Vorgänger von ihm gesehen, weil der sich auch sachlich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Da gab es mal die Interkripo in Leipzig, 3 Tage lang. Die beste Konferenz, nichts gegen Handverband, aber... Ich war auch da. Die und beste der, Konferenz, und die, hat die auch ich damals der schon gesprochen. Erlebt habe zu dem Thema, weil die wirklich Pro und Contra, also auch der Herr Thomasius, habe lange nichts mehr von ihm gehört, war damals da, aber wirklich alles, was irgendwo in die Richtung ging, eine super seriöse Auseinandersetzung mit dem Thema, was man dann natürlich jetzt auf eurem Weg dann zum Schluss vermisst hat. Also viel mit seriös einer Argumentation. Da waren Sachen, die hatte die CDU schon mal vor 5 Jahren abgehakt an Argumenten, die sind plötzlich wieder ausgekramt worden. Ich habe dann mich riesig gefreut, als es auf der Zielgeraden kam. Ich habe eine Kiste Bier gewonnen, weil viele Kollegen geglaubt haben, dass das nicht kommt. Dann habe ich euch ganz doll geholfen in Richtung Bundesrat. Das waren viele lange Telefonate und Nächte. Ich bin im Parteivorstand der Linken für das Thema zuständig. Und ich hatte sehr, sehr zu kämpfen, dass das geht. Und Widerspruch kam auch mit berechtigten Argumenten natürlich. Also vieles, was die Länder ins Feld geworfen haben, angefangen von einer Amnestieregel, die etwas unglücklich formuliert war, aber heilbar fand ich. Das war nicht das größte Problem. Na, ist er drin. Ich sag ja, du, heilbar auf alle Fälle. Die Formulierung war nicht immer ungünstig, die Ausgestaltung nicht immer ungünstig, aber es musste kommen, selbstverständlich. Ich habe die Bereiche aus den Gesundheitsministerien verstanden der Länder, die gesagt haben, man hätte sich einen deutlich größeren Fortschritt im Bereich der Prävention, gerade was Kinder- und Jugendarbeit angeht, erwartet. Da sind viele Absichtserklärungen drin, konkretes. Ich weiß nicht, ob das unbedingt Prävention ist, wenn man Abstandsregelungen zu Kinderspielplätzen und Ähnliches drin hat. Wie gesagt, ich bin wieder aktiver Polizeibeamter, zwar bei der Kripo, ich habe mit dem Thema eher wenig zu tun. Mein Dienstherr akzeptiert, dass man mich nicht gegen Drogenkonsumenten einsetzt. Das fand ich sehr honorabel, weil ich ja auch einen Vertrauensschutz mit Konsumenten habe, die bei mir als Politiker waren, wo ich gesagt habe, ich kenne mehr Konsumenten als ihr alle zusammen. Und insofern kann ich aber nicht sagen, gegen den kann ich ermitteln, den kenne ich noch nicht, aber gegen die anderen 4 kann ich nicht ermitteln. Das ist schwierig. Auch schwierig ist die Kommunikation natürlich mit den Polizeibeamten, die alle wissen, wo ich stehe in der Thematik. Bin im Hauptpersonalrat meiner Landespolizei. Auch da habe ich zugearbeitet, habe auch meiner Gewerkschaft zugearbeitet. Ich habe das in der öffentlichen Stellungnahme dann leider nicht wiedergefunden. Und wenn ihr zu Recht stolz sein könnt auf das, was er geschafft hat, hab ich dann das Vorrecht, mit mehr Sorge auf das zu gucken, was dann noch vor euch liegt, um das Ding auch wirklich nachhaltig zu machen. Und da sind ja noch ganz schön Bauchschmerzen auch bei mir dann dabei. Also wir wissen, dass sich die politische Landschaft verändern kann. Und dann weiß man auch, dass es Stolperstellen gibt. Ich habe so ein bisschen mich wie in einer Zeitreise gefühlt. Cannabis-Clubs habe ich so vor 15 Jahren das erste Mal so mit dem Bundestag gefordert und bin auch ausgelacht worden dafür. Und man dachte, ich bin Mitglied schon im Handverband, aber war ich nie. Hab aber dazugelernt und auch auch der Gesundheitsausschuss war ja zum Beispiel mal in Uruguay, wo wir uns angeguckt haben. Da musste ich als Linker dazulernen, dass nicht kommerzielle Lösungen wie Eigenanbau und Cannabis-Club eben nicht ausreichen. Eins der Hauptargumente waren Bekämpfung des Schwarzmarktes. Genau das hat ja mit diesen 2 Methoden in Uruguay nicht funktioniert. Sehr, sehr viele Konsumenten, ein großer Anteil der Konsumenten sind halt Gelegenheitskonsumenten. Die wollen keinen Blumentopf zu Hause stehen haben, die wollen auch nicht dienstags Unkrautdienst im Cannabis-Club haben. Die wollen am Sonnabend ist Party und da brauche ich 1-2 Gramm. Und dann wollen die haben. Und das haben alle Länder, die da in die Richtung gegangen sind, wissen, wir brauchen gerade für die wenig konsumieren, brauchen wir auch ein Angebot. Ich bin jetzt da, ich bin ja sogar nicht Raucher, ne? Ein Joint ist bei mir rausgeschmissenes Geld, ne? Das puste ich in die Luft, aber ich habe nichts davon. Deswegen trinke ich dann doch schon lieber ein Bier, deswegen vergleiche ich es auch mal mit einem Bier. Ich komme mit so einem Sixpack so gut 2 Monate hin. Na, wenn man Sport macht, dann bin ich dick genug und dann muss ich nicht noch Bier trinken. Aber es schmeckt mir ganz gut. Aber wenn ich jetzt 5 Kästen zu Hause hätte, weil ich selber angebaut habe, nee, das kann ich mit Bier nicht, aber mal so als Vergleich, wenn ich jetzt die Pflanzen habe, habe ich ja wesentlich mehr als 2-3 Gramm zu Hause. Ne? Wenn ich nicht ganz ungeschickt bin, stell mir 3 Pflanzen her, habe ich einen großen Vorrat, der sonst 3 Jahre für mich gereicht hätte. Jetzt habe ich das alles zu Hause liegen.
Und dann ist ganz schnell mal die Situation jetzt präventiv gedacht. Ich möchte ja nicht, dass mehr konsumiert wird, sondern dass keiner mehr eine Strafanzeige kriegt, weil er halt keinen Alkohol trinkt, sondern Cannabis konsumiert. Weil das halt kein kriminelles Verhalten ist. Aber ich möchte auch nicht, ebenso wenig wie ich möchte, dass die Bevölkerung mehr Alkohol konsumiert, möchte ich auch nicht, dass mehr Cannabis konsumiert wird. Sondern es soll halt einfach legal und straffrei sein, wie viele andere Sachen, die nicht unbedingt gesund sind. Aber wenn ich jetzt einfach mal wenn ich super gesetzeskonform, wie ich jetzt zum Beispiel als Kriminalhauptkommissar, ne, da mache ich nichts Illegales. Ich fahre auch immer, wie man muss und so. Und plötzlich habe ich dann eine viel, viel größere Menge zu Hause, als ich eigentlich brauche. Dann ist es absolut normal und logisch, dass man irgendwie, man hat Stress gehabt und kommt zu Hause, man sieht das Beutelchen da liegen und ach, eigentlich könnte ich ein bisschen runterkommen. Und ganz fix ist man beim wöchentlichen Joint, bei 3-4 Joints in der Woche. Das hat nichts mit dem Suchtfall zu tun, sondern ganz einfach, das Zeug liegt da. Dasselbe würde bei mir passieren, wenn ich 5 Kästen Bier wunderschön gekühlt dastehen hätte, komm von der Arbeit, bin geschafft und dann mache ich mir kein Wasser auf, setze ich mich auf meine Terrasse und trinke ein Bier. Und schon trinke ich sehr viel mehr Bier, als ich noch vorher getrunken habe. Den Effekt muss man im Auge behalten, wenn man gucken will, was könnten denn Gegner des Cannabisgesetzes ins Feld führen, wenn sie das Gesetz irgendwann umkehren wollen. Und da werden genau die Sachen kommen. Wie hat sich das Konsumverhältnis in der Bevölkerung entwickelt? Das wird evaluiert werden. Ich finde ja gut, wenn die Politik evaluiert, was sie macht. Aber genau darauf werden die dann gucken. Hat sich das Konsumverhalten in der Bevölkerung verändert? Hat sich das Konsumverhalten bei Kindern und Jugendlichen verändert? Da muss man aufpassen, hat man gut gegengesteuert. Da muss man aufpassen, dass seriös argumentiert wird. Also problematischen Konsum und nicht die, wie bei der E-Zigarette mal, dass man alle Probierer, die mal probiert haben ein bisschen, gleich zum dauerhaften Cannabiskonsumenten macht. Und dann natürlich, wie ist die Straftaten? Qualität zurückgegangen. Und da muss man auch sagen, da hat das Gesetz, ich weiß Gründe durchaus, warum man das jetzt nicht gleich mitmachen konnte, diese Stufe 2. Wie der Bundesrat dann beteiligt werden muss, wie die Chancen gewesen wären, das da durchbekommen. Also ich habe Verständnis für euren Weg. Nur kommt diese Stufe 2 vielleicht dann doch nicht. Dann haben wir die Situation, das sage ich jetzt mal aus einer beruflichen Brille aus heraus, es gibt unheimlich viele Menschen, die sagen, oh, jetzt gibt es ganz viele Konsumenten, die dürfen endlich konsumieren, die brauchen alle was und die wollen alle sich keinen Blumentopf zu Hause hinstellen. Also gibt es gerade ganz viele unterwegs, die der Meinung sind, da kann man ja ordentlich ein Packen Geld erstmal verdienen. Das merkt man durchaus auch im Anzeigeverhalten, also in dem, was aufkommt. Sodass man tatsächlich gucken muss, wenn die Leute jetzt legal konsumieren dürfen, haben aber keine Möglichkeit, sich irgendwas zu besorgen, dann ist der Anreiz natürlich da, wenn man das nicht legal anbieten kann, dass man es illegal anbietet. Also dass gerade der Handel nochmal gestärkt wird, einfach weil man den halben Schritt nur gemacht hat. Beim portugiesischen Modell, da war ich auch mal, aber genau das ist das Problem, dass man eben sagen kann, die Leute kaufen immer noch auf dem Schwarzmarkt, das Geld geht immer noch in illegale Geldflüsse. Das ist eben nicht nur der sagt, ich baue 20 Pflanzen an und verkaufe es an meine Kumpels, sondern da ist auch organisierte Kriminalität dahinter. Es kommt auch aus dem Ausland heraus. Da wird gesehen, in Deutschland kann man gerade mehr Geld damit verdienen. Das ist ein Risiko, sodass es unbedingt notwendig ist, wenn man nicht anderen konservativen Fraktionen, die ja schon damit tönen, dass sie das Gesetz zurücknehmen, dass die dann in den Statistiken, in der Evaluierung genau das, was sie jetzt behaupten, dann bestätigt sehen, das als Grund nehmen, das Gesetz zurückzunehmen. Und da muss man dann, wenn man dann das wirklich zu Ende gewinnen will, den nächsten Schritt halt auch noch gehen. Sonst ist das genauso wie sehr schnell übersichtliche Regelung auch für den Straßenverkehr, da fehlt es ja schon an der Forschung, wo geht wirklich die Fahruntauglichkeit los, welche Testmöglichkeiten haben Polizeibeamte, dann gibt es auch die Polizeibeamte, die haben viele Fleißbienchen bisher bekommen, dadurch, dass sie Konsumenten erwischt haben, das ist ein sehr einfacher Strich in der Aktivitätenliste, die gerade total enttäuscht sind, dass das plötzlich keine Arbeitsleistung mehr ist. Da habe ich heftigste Diskussionen auch im Rahmen meiner Gewerkschaft, die natürlich aber auch gucken wollen, nachzuweisen, dass jetzt ganz viele Menschen bekifft Auto fahren. Ja, und wenn man ganz viel jetzt spezialisiert darauf kontrolliert, mehr Kontrollen heißt auch mehr erwischen. Auch da wird es möglicherweise Zahlen geben, die dann bestätigen, einfach weil das Hellfeld dann größer ist, dass dann mehr Menschen unter Cannabis-Einfluss ein Auto geführt haben als vorher.
Na, das ist dann eine gefälschte Sichtweise, weil einfach mehr Kontrollen auch dahinter stehen. Aber auch das sind Risiken und das ist das, was ich mittlerweile dann, ne, so den Blick, also in Anerkennung dessen, was ihr gemacht habt. Aber was kann jetzt alles passieren? Da sitzen ganz viele jetzt in den Startlöchern und wollen genau das wieder kaputt machen, wofür jetzt ja nicht nur im Bundestag, sondern auf unheimlich vielen Ebenen lange gekämpft wurde. Und das heißt, da noch ganz viele Hausaufgaben zu machen, eben auch fraktionsübergreifend da wirklich zusammenzuarbeiten. Und vor allen Dingen, wie es auch in der Vergangenheit war, eben Politik nicht alleine wirken lassen, sondern alles, was irgendwo an Sach- und Fachverbänden, Deutsche Suchtmedizin e.V. und wer da alles unterwegs ist, die auch mit ins Boot zu nehmen. Es gibt nämlich noch einen anderen Grund, warum man sich dem, das ist nicht nur der Kulturkampf. Ich habe unheimlich viele Veranstaltungen erlebt, wenn dann jemand von der CDU mit drinne war und dann irgendwie die nach 2 Stunden argumentativ beim Thema Cannabis komplett verloren haben und dann nur noch den Anker hatten, ja, Herr Tempel, das klingt ja alles ganz logisch, wenn Sie das so sagen, aber wenn das so ist beim Cannabis, dann müsste man das ja bei anderen Drogen auch so machen. Dann habe ich geklatscht, habe gesagt, super, jetzt haben Sie das begriffen, aber genau das ist ja das Problem. Also ich habe mal in einer Veranstaltung gesagt, umso gefährlicher eine Droge an sich ist, umso gefährlicher sind die Nebenwirkungen der Prohibition. Na, das sieht man beim Thema Crystal Meth, das spielt in meinem Bundesland mit eine Rolle. Wenn man guckt, was aus dem ehemaligen legalen Pervitin heutzutage geworden ist, dass Pervitin nicht mal mehr als Substitutionsmittel beim Thema Crystal Meth geeignet wäre, weil es einfach schon so schwach ist im Gegensatz zu dem, was heute auf dem Markt ist. In den USA sind noch mal stärkere Varianten des Crystal Meth auf dem Markt. Das passiert auf dem Schwarzmarkt mit Drogen. Und insofern ist es natürlich eine Sache, wenn die Cannabis-Legalisierung, also eine echte Legalisierung, erfolgreich ist, wenn das zeigt, Kriminalität geht zurück, gesundheitliche negative Auswirkungen gehen zurück. Der Kinder- und Jugendschutz lässt sich besser gestalten auf dem legalen Weg als im illegalen Bereich. Die Kontrollmöglichkeiten, ne? Wir haben als Polizeibeamte bisher versucht, einen illegalen Markt zu kontrollieren. Beim Cannabis Social Club, da geht das Gesundheitsamt einmal hin oder was weiß ich, das Landwirtschaftsamt, keine Ahnung, wer das dann machen muss, und sagt, wie in Uruguay, da haben wir es uns ja angeguckt, und sagt, ja, was habt ihr jetzt für Pflanzen da? Ihr seid so und so viele Mitglieder, die Pflanzen, das stimmt alles. Da gibt es noch spannende Möglichkeiten für medizinische Verwender, kann man noch mal Spezialclubs machen. Das ist überschaubarer. Wenn das erfolgreich ist, dann wird es natürlich Diskussionen geben müssen, ob man auch mit anderen Substanzen einen anderen Weg gehen kann, als Konsumenten ständig ins Gefängnis zu stecken. Gut. Ich glaube, du hast jetzt schon so einen umfangreichen Rundumschlag geliefert, auch von der Redezeit her, dass, glaube ich, jetzt kaum noch Raum ist für große, breite Fragen an dich. Aber eine kurze habe ich noch. Hast du den Hanfadler noch im Polizeibüro stehen? Der steht tatsächlich. Ich habe jetzt, da ich jetzt Kommissariatsleiter geworden bin seit einiger Zeit, habe jetzt ein eigenes Büro. Und da steht tatsächlich der Hanfadler. Neben der Plakette, die ich aus Rom mitgebracht habe von der Anti-Mafia-Kommission. Wunderbar. Wissen die alle, wo der Hammer hängt. Weil das gehört, in meinen Augen gehört das ja beides zusammen. Also wenn man die Mafia, die organisierte Kriminalität bekämpfen will, dann muss man den Weg gehen. Also ich habe das ganz bewusst beides nebeneinander gestellt. Wunderbar. Roman, was ist das Beste aus deiner Sicht an diesem Cannabis-Gesetz und was das Schlechteste? Relativ kurze Runde hätte ich jetzt gerne nochmal rückblickend, um dann in die Zukunft zu schauen. Beste und schlechteste Part an diesem Gesetz jetzt? Beste Part würde ich sagen, also das kann ich mir ganz einfach machen. Bester Part ist die Entkriminalisierung von Konsum. Ich glaube, das ist das A und O. Damit steht und fällt am Ende alles. Das glaube ich ganz klar auf die 1, Entkriminalisierung des Konsums, ganz wichtig. Schlechteste am Gesetz finde ich sind die Obergrenzen. Ich glaube, wenn Politik sich mit Zahlen irgendwo in ein Gesetz schreibt, dann sind sie meistens gewürfelt. So kommt es jedenfalls rüber, weil ob das jetzt 15, 25, 35 Gramm, das ist irgendwie immer aus der Luft gegriffen, nie greifbar. Und so ist es ja jetzt auch. Wenn ich 3 Pflanzen anbaue, werde ich auf jeden Fall mehr als die 50 Gramm am Ende raus haben, die legal zu Hause haben darf.
darf. Es kam irgendwie die große Nachricht, die Polizei bestellt jetzt Feinwagen auf einmal. Da greift dann das, was Frank gerade gesagt hat, mit jetzt wird irgendwie mehr kontrolliert. Es gab ja schon vorher eine Obergrenze, die ich irgendwie mitführen durfte. Warum hat man das, konnte man das mit der Hand wiegen? Wie konnte das sein? Warum steigt man da jetzt so komplett irgendwie drauf rein? Und wenn ich 26 Gramm habe, dann ist das schon irgendwie ganz... ganz gefährlich, wenn ich die irgendwie mit mir führe und so. Das halte ich für den größten, die größte Schwachstelle in dem Gesetz aus meiner Perspektive. Okay. Es ist nicht praxistauglich. Es ist irgendwie willkürlich. Deswegen lieber keine Obergrenzen am Ende wäre mein Plädoyer. Aber ich glaube, das ist die Schwachstelle. Ja. Legaler Konsum werte ich jetzt mal als legaler Besitz geringer Mengen, weil der Konsum selber war ja vorher auch schon erlaubt und eigentlich im Grunde ist das Gesetz ja jetzt sogar in dem Punkt eine Verschlechterung, weil jetzt haben wir ja das Verbot von Konsum, jedenfalls an bestimmten Stellen in der Öffentlichkeit, was vorher nicht der Fall war, was den Konsumvorgang selber angeht letztendlich, aber legaler Besitz ist natürlich damit zusammenhängend und hätte ich jetzt auch gesagt, dass das der wesentliche Punkt ist. Bei euch hätte ich die Frage gerne ein bisschen emotionaler, nämlich an dem Punkt die Frage, weil er mitten involviert war, da und gekämpft hat, wie die Löwen und so weiter. Was war aus eurer Sicht da der schönste Erfolg, was man auch durchgesetzt hat irgendwie, wo ihr euch gefreut habt, dass irgendwas geklappt hat sozusagen und auf einer anderen Stelle, wo ihr sagen würdet, da hat mich besonders geärgert irgendwie, dass irgendwas nicht funktioniert hat inhaltlich? Also zwei Sachen waren so Momente, wo ich dachte, yes. Das eine war, wo klar ist, wir geben uns, das war irgendwie noch weit nach Mitternacht an dem letzten BE-Gespräch, also Berichterstattergespräch, wir haben's und es ist klar, das kommt. Das war irgendwie super. Und ich finde, so ein Coup war, dass wir die Forschungsklausel noch im BMEL untergebracht haben. Da bin ich, oder sind wir bis heute nachhaltig stolz drauf, ne? Dass wir das, das ist ein super Teaser für die nächste Frage. geschafft haben. Und der größte Kummer tatsächlich war in dem Moment, als klar war, also ich teile das mit der Überbürokratisierung und so, ne? Aber wo klar war, es gibt nicht den Mut, in demselben Gesetz die zweite Säule zu machen, weil ich der Auffassung war die ganze Zeit, und das hat uns ja auch verbunden, man könnte einfach mal gucken, was Europa dazu sagt. Das war, also das finde ich nachhaltig sehr, sehr schade, dass das nicht gelungen ist, aber immerhin haben wir diese Forschungsklausel damit drin. Also ich gehe jetzt einfach einen Schritt weiter, weil natürlich war auch, ich glaube, für jeden, der bei der Verhandlung dabei war, war der größte Moment, als klar war, die Verhandlungen sind jetzt zu einem positiven, nicht so positiv, wie wir uns das gewünscht hätten, aber zu einem positiven Ergebnis gekommen. Aber ein richtiger Moment, der für mich der Freude und ein richtig grandioser Punkt war natürlich auch, als klar war, jetzt passiert es auch den Bundesrat. Also als damit auch klar war, weil ich habe ja... Wir haben ja immer wieder auch zeitlich vertrösten müssen und immer wieder sagen müssen, es kommt doch nicht zu dem Datum und doch nicht. Und ich habe mit so vielen Menschen, also man lernt tatsächlich unendlich viele auch Konsumentinnen und Konsumenten kennen und auch schätzen übrigens, habe mit vielen sehr gute Gespräche geführt. Und es war immer wieder die Sorge, jetzt bricht, ist wieder eine Frist kaputt wieder. Und in dem Moment, als klar war, es ist auch dadurch, und das war für uns ja ein klein bisschen eher klar für alle anderen, aber als klar war, es ist auch durch und das wird jetzt funktionieren. Und da wirklich herzlichen Dank, weil wir wissen, ohne euch hätte das auch nicht geklappt. Also an der Stelle war es wirklich unendlich wichtig, dass alle, die in den Ländern Verantwortung getragen haben, alles versucht haben. Und es war auch bei euch ja nicht ganz einfach, das auf die Kette zu kriegen, muss man ehrlicherweise auch sagen. Weil wie gesagt, es gab durchaus auch Argumente, die waren problematisch. Also das war so ein Moment, wo ich wirklich da gesessen habe und gedacht, wenn jetzt morgen der Bundesrat kommt und es dann alle erfahren, ach, das ist jetzt, das wird einen Aufschrei geben, 1.4. ist jetzt wirklich sozusagen gesetzt. Für mich war auch eine wirklich große Freude, dass es gelungen ist noch und zumindest sehr frühzeitig in der koalitionsinternen Absprache mit unseren Verkehrspolitikerinnen und Politikern, dass wir uns sehr einig waren, dass da noch was kommen wird. Also dass wir sozusagen klar hatten zwar, es wird nicht in dem Gesetz, wir haben ja immerhin die eine Sache im Gesetz gemacht, also die Frage sozusagen, die Fahrerlaubnisverordnung anging, aber wir haben die Grenze nicht im Gesetz hingekriegt. Aber es war klar, das wird auch noch kommen. Das war auch ein sehr erfreulicher Moment. Für mich natürlich so ein Moment, wo ich wirklich gedacht habe, das kann jetzt nicht wahr sein,
war, als eigentlich wir ja fertig waren, als die Verhandlungen durch waren, als wir auch bei uns von der Fraktionsspitze die Freigabe hatten, es ist alles geklärt und dann auf einmal, ich sag jetzt mal, ich weiß nicht, Leute, die offensichtlich, an denen der Prozess vorher komplett vorbeigegangen ist, muss so sein, dann aus der Hütte gesprungen sind und plötzlich das Ganze wieder zum Stopp gebracht haben. Und dass das auch noch dann in Teilen mitgemacht wurde, das hat für mich, war für mich schon ein wirklich bitterer Moment, weil es für mich auch, das werden vielleicht die, die in Fraktionen arbeiten, einfach in meiner Fraktion ein bitterer Moment war. Weil kam, und die will ich da durchaus mit reinnehmen, und die ist ja nun Innen- und Rechtspolitikerin, und ich wirklich gekämpft haben sowieso schon und alles gegeben haben, und dann waren wir eigentlich durch, und dann kommt sowas, so eine Art, also man nennt das im Kulturbereich so ein Showstopper. Das war für mich wirklich ein echt bitterer Moment. Und hat uns auch nochmal viel Kraft gekostet, das dann sozusagen wieder auf die Spur zu bringen. Ja, für mich war es schon auch bitter, was wir am Ende nochmal den CSCs antun mussten. Weil ich teile nicht ganz die Ansicht, dass das nicht auch ein Aspekt ist, bezogen auf den Schwarzmarkt. Und ich würde auch das nicht so kritisch sehen. Aber mit den Restriktionen, die wir jetzt auch noch eingezogen haben, haben wir leider dieses Instrument, wenn es denn überhaupt wirken kann, obendrein noch extrem problematisch gemacht. Und das, ehrlich gesagt, habe ich auch wieder logisch überhaupt nicht verstehen können. Weil wenn man ja nicht sozusagen die Entkriminalisierung nicht macht, dann die Wege, die man machen kann, die legalen Zugang schaffen, zuzumachen, ist ja nun völliger Blödsinn und vor dem Hintergrund, und es ist, hat keinen Schutzeffekt, sage ich ausdrücklich, was da in vielen Teilen passiert. Also ich finde, dass Prävention da gemacht werden muss und dass man es natürlich sauber machen muss und Qualität stehen muss, alles richtig. Aber es gibt viele Restriktionen, die haben das nicht. Also das war schon auch ein bitterer Moment. Und ich will aber eins nochmal sagen, was für mich wirklich in der ganzen Phase etwas war, was auch getragen hat, war, dass bei allem Ärger, der über einem ausgekübelt wurde, ich auch noch nie aus einer Community so viel Unterstützung gespürt habe, so viel Kraft gespürt habe, so viel Menschen, die auch akzeptiert haben, wir kämpfen, wir sind eigentlich nicht diejenigen, die es sozusagen blockieren und die bestärkt haben, weiterzukämpfen. Und das war auch wirklich eine sehr schöne Wahrnehmung, muss ich sagen. Das hat man sonst auch nicht immer so. Häufig haben wir den Eindruck, es merkt gar keiner, was wir da gerade voranbringen. Das ist hier ganz anders gewesen und das war wieder sehr schön. Also es gab, ich könnte viel mehr als jeweils zwei. Entschuldigung. Gut, jetzt steht der Teaser ja schon mehrfach im Raum von jedem gesagt, wir müssen noch weitermachen, das kann jetzt irgendwie nicht das Ende gewesen sein. Und der Hinweis, die Forschungsklausel, ne, als einer der Lichtblicke sozusagen im ganzen Prozess, der sich noch ergeben hat. Für mich stellt sich das Ganze jetzt so dar, dass da ein Konflikt ist, wie das funktionieren soll, das Ganze. Auf der einen Seite gibt es irgendwie diejenigen, die sagen, es braucht unbedingt noch ein eigenes Gesetz und diese Forschungsklausel im bestehenden Gesetz reicht eben nicht. Und mit der Zuständigkeit über Bundesamt für Lebensmittel und Ernährungssicherheit, BLE, ne, so heißt das Ding, was jetzt da im Prinzip demnächst für wissenschaftliche Anträge zuständig sein soll. Also die einen sagen, das geht jetzt mit diesem sozusagen ein bisschen hemdsärmlich mit diesem einen Paragraphen da im jetzigen Gesetz und wir haben die Behörde und da muss man nur einen Antrag hinstellen und dann kann man das schon passend machen irgendwie. Und die anderen, die sagen, wir brauchen ein Gesetz. Und ich sag, nächstes Jahr ist Wahl. Wir haben noch ziemlich genau 12 Monate. Ja, nach der Sommerpause nächstes Jahr wird wahrscheinlich nichts mehr gehen, weil da mitten im Wahlkampf ist, wenn überhaupt irgendwie das alles so gut geht bis dahin. Ja, da muss man irgendwann nochmal ein bisschen kritisch vielleicht betrachten, aber ja, wie soll das jetzt funktionieren? Ne? Herr Helmuth, Sie haben sogar gesagt, wir können sogar nur dann weiterkommen, wenn jetzt sozusagen sich zeigt, dass wir gute Ergebnisse erzielen mit der jetzigen, okay, das war nämlich eben schon so ein bisschen, Also nicht missverstanden. An Säule 2, das wurde auch letztens in der Befragung der Regierung nochmal sehr deutlich gesagt, wird gearbeitet. Da kommen wir auch weiter. Das hat jetzt, also alles, was da evaluiert wird oder gemacht wird, hat eigentlich dafür keine, ich will nicht sagen keine Bedeutung, aber das ist jetzt nicht, was ich meinte war, auch mit Säule 2 wären wir, wenn sie kommt, ja nicht am Ende.
Denn sie erübrigt ja lediglich, ich will das nicht kleinreden, Modellprojekte. Eine flächendeckende Versorgung haben wir damit immer noch nicht. Und wir sind ganz abhängig, also wenn wir sie gesetzlich durchsetzen, heißt das immer noch, dass die Länder am Ende entscheiden, ob sie überhaupt Modellprojekte einreichen oder die Kommunen. Sind also ganz abhängig davon, dass überhaupt irgendwer macht. Das heißt, das glaube ich nicht. Was ich glaube ist, wenn wir insgesamt weiterkommen wollen und wir müssen auf EU-Ebene noch eine Menge sozusagen Dinge durchbrechen, damit wir zu einer vernünftigen Regelung insgesamt kommen. Wir brauchen eine Legalisierung, die einen vernünftigen Verkauf bundesweit, idealerweise aber am Ende irgendwann innerhalb der EU, das will ich jetzt gar nicht so. Wenn wir da weiterkommen wollen, da habe ich das drauf bezogen, nicht auf die Säule 2. Bei der Säule 2, sag ich mal, ich glaube schon, wir werden sehen, dass das vorgelegt wird. Ich teile aber die Skepsis, was den Zeitablauf angeht, auch weil meine Prognosen, was den Zeitablauf für Säule 1 anging, sagen wir mal, auch immer wieder gerissen wurden. Wir haben ja nun erlebt, was alles passiert. Und da kann ich nur sagen, wir müssen uns jetzt echt sputen und müssen da richtig was machen. Vor dem Hintergrund, ich kann das mit der Forschungsklausel tatsächlich schwer einschätzen. Aber wenn es irgendeinen Weg gibt, das auszuprobieren, damit, finde ich, wäre das was, was man machen sollte, könnte. Weil es kann durchaus sein, dass die Säule 2, und die muss definitiv, die braucht die Zustimmung des Bundesrats. Ich lasse mal die EU außen vor und die Notifikation und was da noch. Aber da brauchen wir die Zustimmung. Und wir haben gesehen, wie schwer wir uns getan haben, zu verhindern, dass es eine Anrufung des Vermittlungsausschusses gab bei einem Gesetz, das keine Zustimmung brauchte. Bei der Zustimmung wäre das so nicht gelaufen. Da hätten die aktiv zustimmen müssen, das hätten wir nicht bekommen. Wenn man sich anguckt, wie das gelaufen ist, Enthaltungen, das hätte nicht gereicht. Und vor dem Hintergrund bin ich im Übrigen dann am Ende schon froh, dass wir es nicht verknüpft haben miteinander, weil das hätte es zustimmungspflichtig gemacht. Also insofern, gar nicht EU-technisch, da wäre ich ja ganz bei dir, das hätte man probieren, aber wir wären nicht um die Zustimmungspflichtigkeit herumgekommen. Und vor dem Hintergrund bin ich ganz froh, dass wir jetzt den Schritt haben. Aber ich würde persönlich mir wünschen, wir finden einen Weg, mit der Forschungsklausel schon mal was zu machen. Ob das allerdings klappt, gebe ich zu, da gibt's ja so widerstreitende Sichtweisen, da habe ich jetzt auch noch aber, keine. Aber da ist ja im Prinzip jetzt auch tatsächlich der entscheidende Punkt sozusagen, wenn sich alle einig wären, also na, alle sagen, okay, dann lassen wir da mit dem Gesetz, wir konzentrieren uns jetzt drauf auf diese Forschungsklauselnummer irgendwie, weil diese Diskussion darum alleine führt ja auch dazu, dass eben auch diese Forschungsklausel-Sache jetzt nicht vorangetrieben wird. Ja, diese Behörde ist immer noch nicht bestimmt, soweit ich weiß. Da gibt es diese Anhörungsverfahren, dass BLE jetzt zuständig sein soll. Aber die Verordnung dazu ist noch gar nicht irgendwie tatsächlich noch nicht in Kraft getreten. Die wird immer noch diskutiert. Und das hat ja vermutlich auch damit zu tun, dass eben diese ganze Diskussion noch nicht zu Ende ist, welcher der beiden Wege jetzt gegangen werden soll. Also von daher wäre doch praktisch sozusagen, einigen wir uns, sagen, okay, jetzt volles Rohr irgendwie Forschungsklausel und fertig, ja. Vergesst man das mit dem eigenen Gesetz, weil es sowieso nicht durch den Bundesrat geht und dann aber mal go irgendwie. Das teile ich nicht, weil das eine tun, das andere nicht lassen. Das würde ich machen. Forschungsklausel, der Branchenverband, ich weiß gar nicht, ob Jürgen auch da ist, hab ihn noch nicht gesehen, die haben ja jetzt, soweit ich weiß, dann nochmal eine Begutachtung beauftragt, wie weit die greifen kann. Ich kenne die Ergebnisse noch nicht. Ich würde empfehlen, sobald diese Stelle eingerichtet sein wird, ich glaube, dass das jetzt zügig passiert, Forschungsvorhaben einzureichen und dann da, was genehmigt wird, loslegen. Weshalb Dirk und ich weiter Druck machen für die Säule 2 ist, dass wir glauben, dass die ganzen Regularien, die dann ja auch innerhalb von Modellprojekten im Rahmen von Forschung dann die Läden und all das, ne, wie man das wirklich gesetzlich fasst, das ist ja überhaupt nicht trivial, das ist ja innerhalb der Forschungsklausel nicht definiert. Forschungsklausel heißt ja, eine Uni zusammen mit irgendwelchen Forschenden sagt, wir erproben das mal, aber davon ist ja auch noch kein Geschäft eröffnet, wo du dann was verkaufen kannst. Das müssten die Unis ja alles dann selbst innerhalb ihres Forschungsprojektes definieren. Und dafür die Säule 2 zu haben, zu sagen, so und so und so wollen wir das haben, das würde ich für richtig halten. Und dann wäre alles, was man vorher über die Forschungsklausel schon auf den Weg gebracht hätte, dann in entsprechenden Bahnen. Von daher finde ich politisch diesen Weg, den wir da im Moment gehen, klug, zu sagen, wir sorgen dafür, dass diese Forschungsklausel jetzt dann auch so hinterlegt wird, dass es diese entsprechende Stelle gibt. Ich glaube, die, also soweit ich weiß, ist sie schon so gut.
weiß jetzt nicht genau wie, aber also ich meine, die sind kurz davor, dass man einreichen kann. Und das ist doch ein Pfund, was wir in der Hand haben. Wenn wir das nicht untergebracht hätten, könnte man jetzt überhaupt nichts in der Richtung machen. Auf jeden Fall, ja, klar. Die Frage ist, ob man sie irgendwann noch im Gesetz braucht. Ich glaube, dass man das zusätzlich braucht und dass das nicht vergebene Liebesmühe ist. Und das eine macht ja Cem Özdemir im BMEL und für das andere ist der Bundesgesundheitsminister zuständig. Und ich finde, also so agieren wir, der soll bitte so wie vereinbart ein entsprechendes Gesetz vorlegen. Ja, also guter Punkt. Natürlich ein Vorteil vom Gesetz ist natürlich auch, dass eine zukünftige Regierung das nicht so einfach zurückdrehen kann. Weil wenn wir nur nach dieser Forschungsklausel gehen, dann ist jetzt endlich ja der Landwirtschaftsminister derjenige, der sagt, hopp oder top, genehmigen oder nicht genehmigen. Ne? Und dann ist demnächst irgendwie ein CDU-Fritze da irgendwie im Landwirtschaftsminister und sagt dann irgendwie, okay, das wart jetzt mit den Modellprojekten, weitere werden nicht mehr genehmigt. Ne? Das spricht auch für ein Gesetz. Aber der Stichwort ist ja jetzt im Prinzip, Lauterbach soll mal. Und ich habe lange nichts mehr von Lauterbach gehört, dass soll zwar noch kommen soll, ja, sondern wir haben jetzt das weltbeste Cannabis-Gesetz, besser als jedes andere in der Welt irgendwie, sagt er ja, ne? Und das haben wir und ich auch gehört. Ja, oh, das reicht jetzt für ihn, ne? Also haben Sie denn irgendwelche Signale überhaupt, dass aus dem Ministerium dann wirklich noch was kommen soll? Ja, der Kollege. Doch, doch. Also wir sind ja im Gespräch und es wird auch von ihm sehr deutlich signalisiert, dass man dran ist. Und wie gesagt, es gab gerade erst eine Regierungsbefragung, wo genau diese Frage gestellt wurde. Ich meine von dem Kollegen Kübinar aus der Gruppe Die Linke. Und wo die Antwort zwar der Staatssekretärin, aber das ist ja nun mal die zuständige parlamentarische Staatssekretärin, war, wir arbeiten dran und da wird was kommen. So, also insofern... Das ist nur auch, und das haben wir ja schon beim ersten Gesetz gelernt, das ist halt etwas, was eigentlich das BMG nicht ganz alleine machen kann. Weil es ist ja nur deshalb im BMG, weil es mal im Betäubungsmittelgesetz war. An sich sind ja jetzt gerade bei der Frage Verkauf, wirtschaftliche Aspekte, Aspekte, die aus ganz anderen Bereichen kommen, wesentlich im Vordergrund. Nicht mehr so die Gesundheitsaspekte. Also klar, es geht auch noch um Kinder- und Jugendschutz, aber selbst das wäre dann Familie- und Jugendministerium. So, und da haben wir schon beim ersten Vorgang erlebt, wie zäh das ist, wenn die alle zusammen was machen müssen. Aber nach meinem Kenntnisstand wird das zusammengestellt und es soll auch ein Gesetz kommen. Aber wir haben leider noch keinen definitiven Zeitplan an der Stelle. Roman, Frau Lüttke ist auch Teamgesetz, auf jeden Fall. Ne? Die hat auch, nachdem ich gesagt hatte, hier Forschungsklausel, ne, lass mal loslegen, auch schnell gepostet, ne, wir brauchen unbedingt ein Gesetz. Willst du da irgendwie, kannst du irgendwas zu sagen, kommentieren, Gesetz versus Forschungsklausel oder so? Ich kann mich eigentlich nur dem Satz anschließen, das eine tun, das andere nicht lassen. Es muss am Ende unterfüttert werden, um halt die Rückdrehung quasi auch zu verhindern. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und vor allen Dingen auch, ist ja die zweite Säule eben für den kommerziellen Vertrieb quasi ja auch ein Versprechen, was man ja auch eigentlich mal gegeben hatte als Koalition. Und dann finde ich, bin ich noch so altmodisch und glaube irgendwie daran, wenn jemand etwas verspricht, dass man sich dann auch dran hält. Was zumindest mich jetzt verunsichert hatte, war ein Tagesspiegel, der Bericht, dass quasi in dem Ministerium im BMG die Referenten dafür zumindest reduziert wurden, die an dem Gesetz arbeiten. Das war jetzt zumindest etwas, wo ich schon wieder ein bisschen Magengrummeln am Ende bekommen habe. Aber eigentlich gilt das Versprechen, dass es noch kommen sollte und deswegen sollte es auch unbedingt kommen. Wie gesagt, um halt auch das wirklich auch fest zu verankern, weil um auch das denn wieder, wenn wir jetzt im Worst Case denken, was ja auch angesprochen wurde, es will dann doch irgendwie wieder einer kaputt treten, ist eine gesetzliche Verankerung natürlich viel widerstandsfähiger, man hat eine Rechtsgrundlage, auf die man sich beziehen kann, auch wenn Rechtsweg immer lästig und schwer ist am Ende, aber man hat ihn zumindest in der Hand kann sich darauf auch beziehen. Deswegen glaube ich, Gesetz ist A und O am Ende, um auch dann die nächsten Schritte auch zu gehen und am besten, was die Koalition jetzt schafft, selbst wenn es dann wieder eine Unterbrechung gibt, hat man immer was, worauf man auch aufsatteln kann. Deswegen nicht nur meine Meinung, aber auch zumindest die von Frau Lüttke. Gesetz braucht es. So einfach ist es dann am Ende leider nicht. Und wenn man die ganz großen Wurf sieht, nicht nur für uns, sondern auch für Generationen nach uns, die davon ja was haben sollen, dann ist, glaube ich, Gesetz der richtige Weg am Ende. Mhm. Fällt dir dazu was ganz Kurzes ein? Forschungsklausel, Gesetz? Da sind ja richtige Argumente gesagt, wir brauchen beides. Wir brauchen vor allen Dingen auch in Richtung der Modellprojekte
Das ist ja auch etwas, woran man forschen kann, welche Ergebnisse die dann haben. Wenn diese Modellprojekte, ich hoffe so ein bisschen, ich weiß, wie schwierig das wird mit dem Bundesrat. Es könnte sein, dass sich das Verhältnis zum Cannabisgesetz im Bundesrat noch mal ein bisschen verschlechtert, noch im Laufe dieses Jahres. Ich hoffe natürlich, dass wir das in Thüringen anders hinkriegen, aber ich kenne alle Prognosen. Trotzdem die Argumentation zu den Ländern, ihr müsst es ja nicht machen, aber die Länder, die es machen wollen, sollen es machen dürfen, dann wird es auch Länder geben, die das machen. Und dann wäre es sehr, sehr wichtig, gerade zu gucken, wenn man dann diese Möglichkeiten der Modellprojekte hat, wenn ein Bundesland wie Bremen zum Beispiel das dann macht, dass man dann gucken kann, wie sieht's denn nur aus mit der Kriminalitätsentwicklung? Wie sieht's denn dann aus mit dem Jugendschutz? Wie kann man das ausgestalten? Und das wäre natürlich für alles andere dann, also beides miteinander verknüpfen, da hätte man dann wirklich die Sachen, wo man sagen kann, dann kann man es nachhaltig, dann kann man beweisen, was andere, wo andere mit Behauptungen arbeiten. Das wäre immens wichtig und das wäre so der Punkt, wo ich dann die Hoffnung hätte, dass der Weg, der jetzt begonnen wurde am 1.4., dass der dann auch eine Chance hat zu bestehen. Weil da sind viele in den Startlöchern, okay, die einfach mit Populismus dann dagegen setzen. Und wie gesagt, wir brauchen beides. Nicht nur, dass es gemacht wird, sondern auch die Politik, sind wir mal ehrlich, das ist ja von vielen immer in Frage gestellt, die Politik findet es gut, was sie gemacht hat und die findet es doof, was die anderen gemacht haben. Gut, aber über Forschung kann man tatsächlich über seriöse Forschungsaufträge kann man ganz anders Nachweisführung machen. Insofern wäre da viel möglich. Ich finde es ja schon spannend, wenn eine Universität sogar einen Lehrstuhl jetzt anbietet, wo Leute lernen können, richtig Cannabis anzubauen. Ich glaube, das war sogar in Thüringen, ja. Also, da sieht man mal, wie eng das miteinander verflechtbar ist. Bevor wir gleich in die Publikumsfragen reingehen, auch nochmal angekündigt, wie immer auf der Kanoko, bei jeder Session morgen wird es 20 Minuten mindestens am Ende Publikumsfragen geben, wo ihr die Referenten löchern könnt. In manchen Sessions wird es auch mehr sein, wie wir jetzt in Vorgesprächen schon gesehen haben, wo die Referenten gar nicht so lange brauchen und offensichtlich sich schon ergibt im Vorgespräch, ja, da wird es mehr Diskussion geben als 20 Minuten. Deswegen auch hier. Eine Frage habe ich aber noch, nämlich die, und zwar dann würde ich auch nur euch beiden die stellen, weil es sehr speziell auch schon ist, jetzt Richtung ganz konkrete Frage, Gesetzänderung am jetzigen Cannabisgesetz. Ihr habt ja schon einmal geändert jetzt, und zwar verschärft für die Clubs, wie eben berichtet, ja, wegen der Protokollnotiz. Also es ist möglich, noch relativ schnell innerhalb von wenigen Monaten bestimmte Sachen zu verändern. Ja, und jetzt haben wir ja natürlich auch ein paar Sachen, die wir auch gerne verbessert hätten, nicht nur verschlechtert. Ja. Und besonders drängende Frage ist dabei natürlich die nicht geringe Menge, die der Gesetzgeber gerne höher gehabt hätte, laut Begründung, ja, wo ich von Anfang an gesagt hätte, ja, schreibt das doch rein, wenn ihr das gerne höher haben wollt. Überlasst das nicht den Gerichten, seit 20 Jahren, 7,5 Gramm sagen und das auch dreimal schon bestätigt haben. Ja. Jetzt, wo klar ist, die Gerichte machen das nicht, wie ihr das wollt, der BGH. Warum macht das nicht selber? Geht da noch was? Oder bei anderen Punkten auch, wo man sagt, da muss noch was verbessert werden. Kommt da noch mal irgendeine Veränderung zustande an dem Gesetz? Also ich würde da nicht zu viel Hoffnung haben, dass noch viel an Veränderungen zustande kommt, weil ich glaube, dass würde jetzt auch, also ehrlich gesagt glaube ich, dass die Stimmung im Bundesrat zurzeit nicht besser wird und egal was wir machen, also die Protokollnotiz haben die natürlich durchgewunken, weil das war ja deren Interesse, aber egal was wir jetzt noch machen, wird es mindestens den gleichen Aufwand bedeuten, das Ganze zumindest nicht in den Vermittlungsausschuss zu schicken und ich sage jetzt mal, wir kommen Richtung Ende der Legislatur, dann wird der Vermittlungsausschuss das Ende jedes Vorhabens sein. Was ich mir durchaus vorstellen kann, ist, dass bei der nicht geringen Menge, weil das ist, glaube ich, nicht so ein extremer Dollpunkt. Und das kann man theoretisch, also eigentlich aus meiner Sicht auch bei, wir machen ja jetzt Gesetze nochmal zum Strafrecht und so, das kann man eigentlich als Omnibus, so nennen wir das, als kleinen Aspekt an ganz viele Gesetze anhängen. Das muss auch kein großes Gesundheitsgesetz sein, das muss auch kein großer eigener Gesetzgebungsprozess sein. Da kann ich mir schon vorstellen, wir sind zumindest, das kann ich sagen, intensiv im Gespräch, wie man da nochmal rankommen kann, dass wir vielleicht an dieser kleinen Schraube nochmal was drehen können, weil da geht es ja
nicht mehr eigentlich um Kriminalisierung, Entkriminalisierung schon, sondern um die Frage der Schwere der Straftat. Und da ist es letzten Endes auch für die Gerichte am Ende und auch für die Strafverfolgung nicht wirklich sinnvoll, wenn jetzt jeder, der sozusagen in Gramm drüber liegt, am Ende als schwerer Straftäter oder schwere Straftäterin direkt behandelt werden muss. Das würde auch unsere Justiz an vielen Stellen überfordern. Also insofern kann ich mir schon vorstellen, dass man an der Schraube vielleicht nochmal was machen kann und dass wir das auch schaffen, dass die Länder nicht sozusagen sich komplett nochmal sperren. Aber viel mehr, gebe ich zu, würde ich, du kannst das ja gleich nochmal ergänzen, aber würde ich jetzt nicht mehr erwarten an der Stelle. Ich kann es leider nur bestätigen. Wir sind jetzt ja in der Situation, dass wir schon wieder sehr viel telefonieren, damit die Nanogrammgrenze fürs Fahren nicht noch wieder vom Bundesrat in den Vermittlungsausschuss geht, ja. Und da wird argumentiert, wir haben ja in die Begründung die Speicheltests reingeschrieben, ne, aus Gründen. Und da wird jetzt wiederum argumentiert, die gäbe es ja noch nicht in ausreichender Menge und die armen Bundesländer, wie sollen die das denn jetzt umsetzen? Also das ist vielleicht einfach für euch nochmal so zur zum Verständnis, ja. Also wo wir immer denken, jetzt haben wir es im Bundestag geschafft und das war auch nicht trivial, dass wir das sagen, verknüpft hatten mit der Protokollnotiz, da ist es jetzt schon wieder sehr, sehr, sehr viel Arbeit und wir wissen noch nicht, ob es nicht doch in Vermittlungsausschuss geht. Ich hoffe, das gelingt uns noch, das zu verhindern. Und mit der geringen Menge, also das teile ich. Leider muss ich sagen, wir sehen im Moment ja, wie zwischen BMG und BMJ da der schwarze Peter auch hin und her geschoben wird. Wir versuchen natürlich beide da unseren jeweiligen positiven Einfluss geltend zu machen, aber wir können uns alle sehr freuen, wenn uns das noch gelingen sollte. So vielleicht mal ein bisschen ins Positive gewendet. Ihr seid dran. Ja. Auf geht's. Wer hat das Mikrofon? Jawohl, kommt. Wunderbar. Danke. Ich habe keinen Ton. So, jetzt. Schönen guten Abend. Ich habe eine Frage an allen politischen Sprechern. Für wie wahrscheinlich oder auch unwahrscheinlich halten Sie es, wenn eine neue Koalition kommt, dass sie auch unter Druck von einer anderen Seite, die jetzt nicht so legalized ist, einknickt und vielleicht doch mitgeht und vielleicht was zurückdrehen möchte? Für wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich halten Sie das? Also es ist immer gut, wenn die Legalize-Parteien eine Mehrheit haben. Ist so. Ja. Solange wir, also es ist in jeder Hinsicht so, ne? Nicht nur, weil es ja insgesamt die Parteien sind, die eher für ein liberales, weltoffenes Miteinander stehen. Solange es keine konservative absolute Mehrheit gibt, brauchen ja auch eine konservative Partei, wie die CDU/CSU, brauchte ja Koalitionspartnerinnen. Welche Koalitionspartnerinnen stehen zur Verfügung, wenn man nicht mit Nazis koalieren will, was ja ein gütiges Schicksal verhindern möge? Dann ist das eine dieser drei Parteien, die das Cannabis-Gesetz gemacht hat. Dass in einem Koalitionsvertrag wirklich mit einer dieser Partei ein Rückwickeln verabredet wird, kann ich mir nicht vorstellen. Und trotzdem, der Druck, also den Versuch wird es geben. Und dann wird es eben auch auf Kräfteverhältnisse ankommen. Von daher nochmal, und das ist jetzt wirklich kein irgendwie billiges parteipolitische Wahlaufrufschose, sondern das ist einfach so, ne? Man muss da schon sehr auf die Kräfteverhältnisse gucken, ob man liberale oder konservative Kräfte stärkt. Ja, also wir haben ja schon viele Bereiche, die von konservativer Seite gerne zurückgedreht worden wären. Also ich will mal Ehe für alle durchaus nochmal ansprechen oder auch die Frage ganz grundsätzlich Mindestlohn und ähnliche Dinge, die in bestimmten Konstellationen entstanden sind. Ich glaube schon eben, solange eine unserer drei Parteien beteiligt ist, wird es eine komplette Umkehr nicht geben. Ob man
sozusagen bestimmte Dinge, also es gibt ja Koalitionsverhandlungen, haben ja ihre eigenen Dinge, und die Frage, was man alles auf dem Verhandlungstisch hat, also ob nochmal dran rumgeschraubt wird, würde ich jetzt nicht beschwören wollen, aber eine komplette Umkehr wird es nicht geben. Aber eins ist völlig klar, da kann ich dir nur zustimmen, wenn man verhindern will, dass es überhaupt zur Diskussion kommt, also dass es sozusagen dahin kommt, und was ja noch wichtiger ist, wenn wir das erreichen wollen, was der Frank gerade angesprochen hat, nämlich, dass wir weiterkommen, was wir ja dringend müssen, dann wird das definitiv mit einer CDU-CSU nicht funktionieren. Das heißt, wir werden höchstwahrscheinlich nicht erleben, dass das Rad zurückgedreht wird, aber wir werden eben ganz sicher auch nicht erleben, dass es weiter nach vorne geht. Wenn man das erreichen will, muss es eine Mehrheit geben, die sozusagen auf der Seite, nicht der konservativen Seite liegt. Das ist einfach so, und das kann man, ich glaube, das weiß auch jeder letztlich, dass das so passieren wird. Können wir mal sich alle melden, die jetzt gerne noch eine Frage loswerden wollen, damit wir... Ich würde vorher ein bisschen widersprechen wollen. Ja, gerne. Leider. Ich würde mal kurz dafür eine Übersicht sich kriegen, wie die Nachfrage noch ist. Ja, gerne. Also ich sehe die Gefahr schon ein bisschen größer. Vor 2 Jahren hätte ich das noch genauso argumentiert wie ihr. Nur habe ich leider gelernt, dass unsere Gesellschaft ein bisschen anders tickt. Dass man Themen drehen kann, dass man über Sprache, über das auch Prägen von Vorurteilen auch Situationen kippen kann. Es gab mal eine ganz große Bewegung in Deutschland gegen Hartz IV. So, das Sozialpolitik war ganz weit oben. Jetzt haben wir momentan eine andere, die Debatte ganz, ganz schlimm, dass Bürgergeld erhöht wird. Also Sozialpolitik wird plötzlich anders. Mit sozialpolitischen Forderungen verliert man plötzlich. Und Bürgergeldempfänger sind per se faul und wollen nicht arbeiten gehen, und das Bürgergeld hält von der Arbeit ab. Einfach nur durch eine Kommunikation in der Gesellschaft herein. Wenn wir jetzt hier Punkte bekommen, dass die Gegenargumente gegen eine Entkriminalisierung und Legalisierung von Cannabis gestärkt werden, mehr Straftaten, skandalöse Zahlen im Bereich Kinder- und Jugendschutz. Wie gesagt, man kann mal probiert und dauerhaften Konsum durchaus vermischen, dann kriegt man ganz andere Zahlen. Wenn hier durch Populismus andere Fakten in der Gesellschaft werden, kann man in der Gesellschaft durchaus, wenn das diese Kräfte auch mehrheitlich dann in der Politik tun können, so skandalisieren, dass man einen Umbruch in der Sichtweise der Bevölkerung bekommt, und dass dann, wie gesagt, wenn man eben es nicht schafft, solche Modellprojekte, dass man sagen kann, nein, guckt her, Bremen macht das, und dann passiert das genau nicht. Dann ist die Gefahr relativ groß, dass man über diese Meinungsmache dann tatsächlich es schafft, das auch noch zurückzudrehen. Also ich halte die Gefahr real nachher für 50-50 und sage, da muss man sehr, sehr aufpassen. Die haben es mittlerweile verstanden, mit Sprache so umzugehen, dass man auch völlig wissenschaftsfremd Dinge etabliert. Macht man ja beim Klimaschutz genauso, dass man völlig absurde Thesen in die Welt setzt und dadurch eine Stimmung schafft, die eigentlich das Richtige zu machen dann verhindert. Und die Gefahr, die ist dann natürlich auch beim Umgang mit Cannabis, dass man, obwohl das in wissenschaftlichen Bereichen so oft erwiesen ist, dass man da anders umgehen muss, egal ob man gesundheitspolitisch, sozialpolitisch, rechtspolitisch rangeht, man kommt immer zu der Lösung, man muss entkriminalisieren, man muss legalisieren, und trotzdem schafft man es, wenn man es in der Bevölkerung so angeht, auch einen Meinungsumbruch zu schaffen, wenn man mit Populismus arbeitet. Und dieser Populismusgefahr, der muss man sich stellen, sonst wird man da überrascht. Gut, also da bist du... Da wirst du keinen Kasten Bier drauf wetten, dass das nicht zurückgedreht wird, wie sich das anhört. Einen halben Kasten. Ja. Willst du auch noch kurz was dazu sagen? Zurückdrehen, Möglichkeit oder so? Die Gefahr, die Frank gerade angesprochen hat, ist, glaube ich, in allen Themen irgendwie inhärent. Ich kann es mir ehrlicherweise, auch wenn man meiner Partei das ja auch oftmals nachsagt, dass sie dann doch in manche Richtung irgendwie dann doch abdriftet und abkippt, ich kann es mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass da irgendjemand seine Zustimmung gibt, dass dann am Koalitionsvertrag irgendwas reinkommt, was das Ganze wieder rückabwickelt. Deswegen muss es jetzt auch Vorschub geleistet werden, dass man halt das auch weiterhin schwieriger macht und schwieriger gestaltet. Das muss sozusagen, glaube ich, wichtig sein. Und was, glaube ich, auch relevant ist, ich komme ja aus Marzahn-Hellersdorf, und da tut mir jetzt Frank natürlich ein klein wenig leid, wenn ich das sage, aber es gibt ja jetzt auch auf der vermeintlich linken Seite ja auch nochmal eine Neugruppierung, die ja auch irgendwie in die Parlamente strömt. Auch das wird natürlich interessant sein, wie die sich am Ende positionieren, weil aktuell ist ja so, dass die Kritik, die von ganz links kam, ja eigentlich ja immer eher eine progressive gewesen, zumindest in dem Thema.
Und das wird dann ja auch natürlich für die gesamte Debatte nochmal auch interessant werden, wie sich das am Ende positioniert. BSW stellt sich bis jetzt nicht so stabil liegeleistmäßig auf, wie das die Linken bisher getan haben. Da muss man schon so sagen, da ist so. Nachjustieren habe ich gerade gehört, Stichwort. Ja, das würde ich auch, wäre jetzt meine Antwort gewesen, komplett zurückdrängen glaube ich nicht. Aber dass sie sich dann irgendwas ausdenken, wie jetzt bei den Anbauclubs, doch vielleicht noch hier und da ein bisschen was verschärfen, das könnte ich mir schon am Ende vorstellen. Je nach Konstellation. Ja, was übel wert werden die Länder am Ende? Weil wenn die am Ende umsetzen, das sehen wir ja jetzt schon in Bayern. Also ich meine, die pumpen da jetzt auch schon wieder Geld rein. Es tut mir leid, ich wollte euch nicht die Frage Frage wegnehmen. Weil das wird natürlich auch entscheidend werden. In Bayern sehen wir ja jetzt schon, die pumpen Geld rein, um da nochmal irgendwie eine eigene Kontrollunit irgendwie zu gründen. Die werden so lange Steine umdrehen, bis sie irgendwas finden, damit sie das dann halt wiederum was dann wieder in eine vermeintliche Evaluation führt, wo es dann wieder quasi dann dazu kommt, dass man sagt, ja, guckt euch doch mal die Kriminalität an und oh, ganz unsauber gearbeitet hier alles, obwohl es ja dann auch viel ehrenamtliche Arbeit und Vereinsarbeit irgendwie am Ende ist, aber das ist natürlich etwas, was auch herausfordernd ist, deswegen ist es irgendwie so lahm, klar zu sagen, irgendwie man appelliert so, wählt halt cannabisfreundliche Legalize-Parteien, aber das ist halt sozusagen irgendwie immer dasselbe Rädchen am Ende, wir haben ja mehrere Ebenen, der Bundesrat war ja schon angesprochen, die Länder müssen es am Ende umsetzen. Das wird natürlich auch ein harter Kampf auf allen Ebenen weiterhin bleiben. Das reicht der Bundestag am Ende nicht. Da muss es dann auch in die Landtage auch geführt werden. Und da muss man dann auch dementsprechend nachjustieren und auch Druck machen. Ja, okay. Warum ich gerade so grinse, vielleicht auch fürs Video später, ja, sieht man gerade nicht, aber Andreas ist da am Grinden und am Bauen und er darf das jetzt. So, jetzt müssen wir Fragen sammeln. Ja, also jeder, die jetzt eine Frage jetzt loswerden will, soll das jetzt mal tun, hintereinander weg und dann beantworten wir die auch gebündelt. Also auf geht's. Okay, also es ging jetzt schon super los hier bei Herr Tempel und Herr Rogert. Vielen, vielen Dank. Also ich komme aus dem tiefschwarzen Bayern und wir wollen dort eine Anbauergenossenschaft gründen. Also wir machen eine Genossenschaft auch noch in Bayern und so weiter. Und meine Frage ist halt jetzt, weil wir haben vollen Support von der Stadt München, wir haben vom Bund so gesehen den Support durch das Gesetz und jetzt Donkeyschotterie mit dem Landtag. Und da war jetzt meine Frage, wo sehen Sie denn da die politischen Möglichkeiten noch? Weil Stadt sagt, wir können am Land nichts machen, Bund sagt, wir können im Land von oben herab nicht unbedingt was sagen. Wo, denken Sie, können wir vielleicht gesetzlich doch noch irgendwelche Unterstützung geben für sehr konservative Länder, dass da vielleicht Möglichkeiten doch noch entstehen und nicht so eine Willkürspolitik entsteht, weil das letzte Cannabis-Schutzgesetz vom 8. Mai, das rausgekommen ist, ist wirklich pure Willkür leider. Wenn man sich das anschaut mit Ihrer Faktenlage, die Sie geliefert haben, mit der allgemeinen Faktenlage, dann ist das halt leider Hanebüchen. Und aus Jugendschutzgründen Kiffen in Raucherräumen zu verbieten, macht keinen Sinn, weil auch Rauchen ist Jugendschutz. Ja, genau. Das wäre meine Frage. Also gibt es da noch irgendeine Möglichkeit zwischen Stadt und Bund, das Land nochmal irgendwie ein bisschen ja, zu hemmen? Nächste Frage. Hallo. Hallo. Ganz Europa schaut auf das, was in Deutschland passiert ist. Ich gehe davon aus, dass auch viele europäische Politiker auf das achten, was in Deutschland passiert ist. Mich würde interessieren, ob ihr mit irgendwelchen Delegationen aus anderen Ländern Gespräche hattet, wie die so verlaufen sind, was so die Stimmung außerhalb der Grenzen ist, politisch. Nächste. Ich wollte fragen, wie es mit Nutzhanf aussieht. Und zwar hat man ja leider die recht schlechten Paragraphen aus dem BTMG mehr oder minder 1:1 übernommen. Das heißt, auch eine Nutzhanfpflanze zählt als eine für die drei. Und das muss man dann auch irgendwie konsumieren und Eigenbedarf und ja nicht abgeben. Und die Frage ist, darf man daraus überhaupt einen Müsli-Riegel machen oder ist das dann schon edible? Deshalb, also einfach mal, gibt's jetzt einen Fortschritt, der wurde ja schon angesprochen beim BMEL. Wie sieht das aus? Also können wir erwarten, dass es in den nächsten Monaten zumindest, dass der Aldi Nutzhanf verkaufen darf beispielsweise? Gibt's da, also wie sieht's aus mit den Lockerungen? Danke. Nächste. Dankeschön. Was mich interessieren würde, wo ich die Chance gerade habe, die Frage zu stellen, was würden Sie sich denn von uns als Bewegung wünschen, von politischer Seite, wie wir denn bestenfalls agieren sollten? Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass es super schwierig ist, bei dem Thema Leute zu mobilisieren. Im Internet hat das gut funktioniert, aber auf der Straße
habe ich damit echt schlechte Erfahrungen gemacht, Leute abseits von Veranstaltungen, die einen Eventcharakter haben, zu mobilisieren. Und das müssten Sie ja mehr Erfahrung mit haben, würde mich interessieren. So, wen haben wir noch? Okay, ich glaube, hier nichts mehr. Einen haben wir noch. Gut, letzte Frage. Und dahin ist noch einer. Ganz kurz, gibt es irgendwelche Bestrebungen, diesen Krankenkassenvorbehalt abzuschaffen? Also diesen Genehmigungsvorbehalt. Dass man austherapiert sein muss vorher. Gibt es da Bestrebungen, das abzuschaffen? Ja, ich fasse euch das gleich nochmal zusammen. So, da hinten war noch eine letzte Frage noch. Ja, ich würde gerne noch eine Frage stellen zum Thema Evaluation, weil das jetzt mehrmals schon sozusagen angesprochen worden ist, dass viel schon Schindluder mit Daten getrieben werden kann. Vielleicht auch ein Appell an die Bundesregierung, dass man das Thema wichtig auch besprechen sollte und vielleicht auch angehen sollte, weil mein Eindruck ist bisher, dass wir im Vergleich zu Ländern zum Beispiel wie Kanada, die extrem gute Daten durch das Gesundheitsministerium rausgeben und dass diesen Prozess der Legalisierung auch ganz kleinteilig begleitet haben, dass es in Deutschland aktuell nicht stattfindet. Und wenn man sozusagen valide, gute Daten haben möchte, die man den Gegnern auch präsentieren kann, um sozusagen Kritikpunkte zu entkräften, da muss man selbst in Vorleistung gehen. Und das muss die Bundesregierung meiner Meinung nach noch in Auftrag geben. Soll ich mal einfach ein paar beantworten? Ich habe noch eine Frage. Ja. Die Club-Sache ist ja so konzipiert, dass es praktisch für Leute, die ab und zu mal, vielleicht alle 2 Monate mal 2 Gramm haben wollen, dass es für die sehr uninteressant ist und sich theoretisch auch nicht lohnt. Wird es dahingehend Änderungen geben oder ist für die praktisch der Schwarzmarkt weiterhin dann das Maß der Mittel oder eben die Apotheke? Oder ist das auch so vorgesehen praktisch? Ja. Gut, das ist ja eine allgemeine Frage, die wir schon beantwortet haben mit der ganzen Debatte um Säule 2, würde ich sagen. Also wie geht die Reise hin, dass wir irgendwann auch mal Richtung Fachgeschäfte kommen? Ansonsten fasse ich mal zusammen. Wir haben die Frage nach Nutzhanf, die sich, glaube ich, sehr bezieht konkret auf die Frage Abschaffung der Rauschklausel, die Özdemir beim BVCW mehr oder weniger angekündigt hat. Kommt die nicht? Was mit internationalen Gesprächen? Finden die irgendwie statt? Merkt man, dass da Nachahmer auf der Matte stehen sozusagen? Gibt es weitere Vorgaben für die Bundesländer, um die sehr konservativen Bundesländer ein bisschen in ihren Repressionsfantasien auszubremsen? Welche Wünsche gibt es Richtung Aktivismus? Wie kriegt man Leute auf die Straße oder wofür wollt ihr die gerne auf der Straße sehen oder so? Ja, was wünscht ihr euch noch an Support? Ich habe es mal verstanden. Wie ist mit Genehmigungsvorbehalt abschaffen für die Patienten? Und wie ist es mit den Daten für die Evaluation? Na, ihr könnt jetzt nicht alles umfassend irgendwie abgrasen. Na, das schafft man natürlich zeitlich nicht. Insofern müsst ihr euch da was raussuchen jetzt. Ich mache das mal sozusagen möglichst viel, aber das kursorisch. Also mit der Evaluation stimme ich zu. Das Beste wäre, das haben wir auch immer wieder eingefordert, man hätte jetzt schon begonnen, ja, mit den Daten nutzen, damit man auch eine vernünftige Kontrollgröße hat. Und die Evaluation ist jetzt ja nochmal der Zeitrahmen verkürzt worden. Und das ist an sich, wenn man schon mal wissenschaftlich gearbeitet hat, wie ja sicherlich viele hier und ich auch, weiß man, es können keine guten Daten sein innerhalb eines so kurzen Zeitraumes. Von daher ist das tatsächlich ein bisschen problematisch, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man erst schlechtere Zahlen kriegt, bevor man wieder bessere kriegt, kann dann natürlich politisch von der Gegenseite genutzt werden. Das ist uns bewusst. Gibt es internationale Gespräche? Ja, wenn ich das Idiom richtig verstanden habe, war das vielleicht auch österreichisch. Also mit Ralf Schalimar zum Beispiel sind wir in ganz sehr, sehr gutem Kontakt. Der ist ja von den Grünen im österreichischen Parlament, aber auch sonst auf EU-Ebene. Da gibt es so einen Kreis von EU-Parlamentarierinnen. Manche sind jetzt leider nicht wieder reingekommen, aber wo es einen sehr, sehr engen Kontakt gibt. Es gibt zu den USA und Kanada einen sehr engen Kontakt, zu Israel auch in Teilen. Also da gibt es von uns viel wichtige
Kooperationspartnerin und die gucken tatsächlich auf Deutschland. Was macht Cem Özdemir? Also soweit ich weiß, sind die im BMEL gerade so zugange, dass man vorsichtig optimistisch sein kann, dass wir da nochmal vorankommen. Genehmigungsvorbehalt, hier ist Team Genehmigungsvorbehalt abschaffen. Ich hoffe sehr, dass wir da noch eine Möglichkeit finden. Und die Sache mit den, weil es natürlich absurd ist, ja, dass wir das so hoch geigen, bis endlich Personen Medizinalcannabis kriegen können und so lange nebenwirkungsreichere Medikation nehmen müssen. Ja, das ist natürlich falsch. Wie macht man das mit den Bayern? Also da sind wir noch am Überlegen. Wir hatten ja gehofft, ob wir im Rahmen der Umsetzung der Protokollnotiz es nochmal schaffen, so einen bundesweiten Bußgeldkatalog festzulegen, der dann auch die Länder wirklich bindet. Das ließ sich ja nicht durchsetzen. Wir knobeln noch. Also es ist extrem unerfreulich. Wir wissen das. Noch haben wir die Lösung einfach nicht gefunden, aber es ist nicht, dass wir nicht drüber nachdenken. So. Ja, also du hast jetzt eigentlich schon fast alles abgeräumt. Ich kann auch nichts wirklich, also ich will nur eins noch sagen zum Genehmigungsvorbehalt, weil das, was da angesprochen wurde, sind zwei Aspekte, über die wir nachdenken. Der Genehmigungsvorbehalt ist der eine und die Frage Austherapiertheit ist der andere. Ich kann mir im Moment, das wird aber auch ein bisschen davon abhängen, wie sich jetzt die Situation, also wir haben ja schon festgestellt, dass es wesentlich mehr Rezepte gibt inzwischen, wie sich jetzt die Situation sozusagen bei Cannabis als Medizin entwickelt. Das schauen sich natürlich die Kassen auch sehr skeptisch an. Das kommt uns nicht unbedingt zu Hilfe bei der Frage Abschaffung Genehmigungsvorbehalt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir gerade bei der Frage Austherapiertheit nochmal einen Schritt tun können, weil das hat mit dem Genehmigungsvorbehalt erstmal nichts zu tun, sondern das ist eine Einschränkung, die eigentlich die Therapiehoheit der Ärztinnen und Ärzte betrifft und die eine völlig unsinnige ist, weil man einen Menschen erst mit Dingen vollpumpen muss, die ihm deutlich mehr schaden, bevor man das eigentlich weniger schädliche Mittel zur Anwendung bringen kann. Aber beim Genehmigungsvorbehalt gebe ich zu, bin ich auch aufgrund der aktuellen Entwicklung eher ein bisschen skeptisch. Also ich würde auch sagen, wir müssten da weiterkommen, aber ich fürchte, da werden wir noch mehr Gegenargumente jetzt kriegen, die sich aus dem entwickeln, was jetzt mit dem Gesetz sich entwickelt. Ich würde mir ehrlich gesagt nicht erlauben, die Aktivisten sozusagen in die Spur zu bringen, was zu machen. Aber mein Petitum ist eigentlich immer, und das ist etwas, was, glaube ich, ganz wichtig ist, wenn es jetzt vor Ort gute Entwicklungen gibt, wenn Cannabis-Clubs entstehen, wenn Menschen sozusagen sich ja jetzt trauen können, auch über Konsum zu reden, aber auch eben aufzuzeigen und zu sagen, wir sind nicht die, die man in irgendeine Ecke stellen muss, dann redet mit den Kolleginnen und Kollegen und idealerweise auch nicht nur mit uns Fachpolitikern, wir wissen das ja meist, sondern einfach mit den Abgeordneten, die vor Ort in eurer Stadt sind, wo der Club entstanden ist oder entsteht. Zeigt denen doch ruhig mal, was da passiert, dass die Ängste genommen werden, dass die Vorbehalte genommen werden, und das gilt im Übrigen durchaus auch für alle politischen Ebenen. Also das kann man natürlich auch mit den Landtagskollegen machen. Wir brauchen ja die Landtage auch irgendwann. Also ich persönlich glaube immer, bei aller Wertschätzung für Paraden und Demonstrationen, es geht kaum etwas über den persönlichen Kontakt und das Schaffen von Bewusstsein dafür, dass es in meinem Wahlkreis Menschen gibt und dass in meinem Wahlkreis was läuft, was durchaus gescheit ist und was ich mir angucken kann. Und deswegen eigentlich das direkt drauf zugehen, was viele auch übrigens in der Phase jetzt, die wir hatten, zumindest bei mir und auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen, die dann immer gekommen sind und gesagt haben, kommst du mal mit, gemacht haben, das ist eigentlich das, was am ehesten zieht und wo die Kolleginnen und Kollegen dann eben auch in der Fraktion aufstehen und sagen, das sind da nicht so die Kirsten und der Dirk, die da ein bisschen auf dem Trip sind, sondern wir haben auch festgestellt, das ist was, das kann man sich anders angucken. Also ich glaube, das ist eher Bewusstsein schaffen mehr an der Stelle. Ich würde mal auf einen Aspekt noch eingehen, was die Aktivisten angeht. Wir sind uns ja einig, dass das ganze Gesetz nicht gekommen wäre, wenn nicht eine breite gesellschaftliche Debatte auch einen gewissen Druck auf die Politik gemacht hätte. Ne, kaum eine Fraktion hat da eine einhellige Meinung gehabt. Ne? Es gibt immer Pro und Contra. Das dann auch in den Koalitionsvertrag rein zu diskutieren, dazu braucht es eine gesellschaftliche, es muss Thema sein.
Wenn es nicht Thema ist, wenn es nicht auf der Tagesordnung steht, dann wird es nicht gemacht. So wird das auch mit den Verbesserungen gehen, so wird das auch mit der Nachhaltigkeit gehen. Ich habe vorhin die Populismusgefahr angesprochen. Das geht natürlich auch von der Gegenseite. Also Cannabiskonsumenten sind nicht mehr illegal. De facto war ja der Konsument unter Haft gestellt. Also wenn man ein Tütchen mit Restanhaftung hat ja zur Strafanzeige geführt. Also de facto konnte man nicht konsumieren, ohne eine Strafanzeige zu bekommen, wenn man erwischt wurde. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und man muss praktisch auch das Bild in der Gesellschaft dazu verändern. Es ist ja jetzt nicht so, dass nur in der Politik die Widerstände da sind, sondern das, was über Jahre hinweg gepflegt wurde. Der Cannabiskonsument möchte per se eher nicht arbeiten gehen, ist per se eher kriminell. Dann gibt's auch viele Berufsgruppen, die gerne als Leumundzeugen dann auch dafür geholt werden. Der Polizeibeamte hat in der Regel mit dem Cannabiskonsumenten zu tun, der früh um zwei mit dem Rucksack voll Werkzeug durch die Stadt latscht. Dann kommt die Abfrage und dann ist der bekannt wegen Körperverletzung, Einbruch, Erschleichen von Leistungen und 29 BTMG. Das ist der klassische Cannabiskonsument. Meistens kommt da Amphetamin noch dazu. Das ist das Bild, was man vom Kiffer hat, das in die Gesellschaft natürlich reingetragen wird. Wenn ich dann gebetsmühlenartig meinen Kollegen sagen, ihr habt so einen ganz kleinen Bruchteil der Konsumentenszene im Blick. Ihr, viele Leute würdet ihr nicht im Traum darauf zu kommen zu kontrollieren. Aber dieses gesellschaftliche Bild, das schafft natürlich Politik nicht alleine. Auch da Politik auch nicht immer den besten Leumund in der Bevölkerung hat, das ist auch Populisten zu verdanken. Das ist natürlich, also jetzt aufhören, ich warne nur davor zu denken, das ist jetzt gewonnen. Also die Königsetappe, die habt ihr gewonnen, die Tour de France geht gleich los. So in Col de Madeleine seid ihr super hochgefahren, habt da gewonnen, Etappensieg, schön. Aber die Tour ist noch nicht gewonnen und da muss man wirklich, und das wird Politik alleine nicht schaffen. Also da muss ich wirklich in der Gesellschaft was, dass man sich zeigt und dass man sagt, Cannabiskonsumenten können verantwortungsvoll sein, Cannabiskonsumenten können mit Kinder- und Jugendschutz umgehen und Cannabiskonsumenten können mitten im Leben stehen, gesellschaftlich engagiert sein. Ich erinnere an einen, wo wir in Uruguay waren mit dem Gesundheitsausschuss, damals mehrheitlich natürlich CDU bei. Die haben jemanden kennengelernt, der uns den Cannabis-Club vorgestellt hat. Und hinterher haben die alle so, haben wir uns einen Cannabiskonsument nicht vor. Das ist so hippelig, 3 Ehrenämter, 5 Kinder und ich muss noch in den Kindergarten und ich muss noch das machen. Ich habe jetzt 20 Minuten für sie Zeit. Und die haben eigentlich so einen ganz lethargischen, der eigentlich auch gar keine richtige Lust hat, irgendwas. Die haben ein völlig anderes Bild gehabt und es waren ja keine dummen Leute. Sondern das ist gesellschaftlich geprägt und dieses Bild, das muss sich verändern. Dann hat man eine Chance, dass auch, dann hat die Politik eine Chance. Dann können die da in der Politik jetzt in der Verantwortung sind, können sagen, wir haben einen gesellschaftlichen Druck, dass das besser wird und nicht schlechter wird, dass das Rad nicht zurückgedreht wird. Also wenn der gesellschaftliche Druck nicht da ist, dann können die wackeln, wie sie wollen, dann haben sie keine Chance. Dein Schlusswort. Oh Gott, das ist natürlich Druck. Ich will nur auf zwei Sachen mich beziehen. Und zwar das eine, das, was man jetzt, glaube ich, auch nicht außer Acht lassen muss, wenn man es auf Europa bezieht. Also die Neos in Österreich sind da, glaube ich, ganz tiefenentspannt bei dem Thema. Aber ich glaube, die Wahlen in Frankreich werden jetzt auch nochmal ein echtes Brett. Die Fraktionsvorsitzende der liberalen Gruppe im Europaparlament ist eine Französin, die da eigentlich sehr positiv drauf eingestellt ist, auch das aus der Europafraktion, also aus der Renew-Fraktion im Europaparlament auch mit zu begleiten. Aber wenn natürlich so ein großer Player wie Frankreich in eine echt furchtbare Richtung irgendwie dann rauskippt, das ist natürlich dann für alle europäischen Bestrebungen natürlich auch erstmal, also ein deutlicher Rückschlag, gerade wenn so ein großes Land da irgendwie sich halt jetzt in den Wahlen, was dann da rauskommt, werden wir ja dann am Ende sehen. Ich glaube, aus dem Europaparlament, da gibt es ja Fraktionen, die da durchaus positiv aufgeschlossen sind, kommt dann darauf an, wie die neue Kommission dann endgültig zusammengesetzt ist und die muss es ja dann reingeben. Und dann kommt es halt darauf an, wie die Initiativen dort am Ende sind. Das EU-Parlament darf ja selber gar keine Gesetze am Ende einbringen. Deswegen, das ist leider so ein bisschen schwierig und auch nochmal ein dickes Brett, wo wir mal schauen müssen, wie sich das jetzt entwickelt. Zu den Aktivisti wollte ich zumindest sagen, weil ich das ein klein wenig anders sehe als Dirk, weil zumindest was in meiner Partei war, als das dann am Brandenburger Tor das Smoke-In am Ende gab, dann kamen zumindest in meiner Partei auch Leute, die meinten, oh, das sind aber doch ganz schön viele. Die da sich zusammengefunden haben. Also ich glaube, es ist ein
es ist so ein sowohl als auch. Ich glaube, für die großen Veranstaltungen, GMM, Hanfparade und so weiter, ist immer noch notwendig, dass sich da viele Leute versammeln, damit man das Bild bekommt von, da sind wirklich viele Menschen, die das betrifft. Das ist kein Nischenthema, das ist Querschnitt, das betrifft irgendwie jeden. Und das müssen halt Leute, die irgendwie Bock drauf haben, am Ende initiieren, weil wenn keiner was macht, dann bleiben irgendwie alle am Ende sitzen. Das ist irgendwie immer ein großes Problem. Und das Zweite ist, da kann ich mich dann nur anschließen, auch ruhig mal den CDU-Politiker aus dem Wahlkreis irgendwie in den einladen. Ich weiß, das ist meistens schwer und auch mit Vorurteilen verbunden, meistens ja in beide Richtungen. Aber wenn er die konkrete Einladung auf dem Tisch hat, mit ich gucke mir das mal vor Ort an, Politiker hören sich ja nicht nur gerne reden, so, das seht ihr ja bei uns, sondern die machen auch gerne Fotos vor Ort bei Terminen, wo sie irgendwie was, eine Geschichte erzählen können. Deswegen ist, glaube ich, dieses Durchbrechen und wenn es halt von der einen Richtung zumindest abgeblockt wird, dann zumindest da die Hand reichen und sagen, guckt mal, was wir hier haben, das ist alles gar nicht so schlimm, wie ihr euch das vorstellt. Dann haben die ein schönes Foto für ihr Instagram am Ende, ihr habt irgendwie den Kontakt gehabt und konntet da zumindest eure Punkte setzen, warum das irgendwie eine gute Sache ist, die ihr betreibt, und dann kann es am Ende eigentlich einen positiven Effekt haben für alle Seiten. Das ist schwierig, aber das dauert, aber ich glaube, das sollte man immer machen. Das war sogar aus meiner Sicht ein super Schlusswort, weil diese Europafrage nochmal schön reingekommen ist, die mir bis hier noch gefehlt hat. Ne? Wie soll das jetzt weitergehen mit der Änderung des Europarechts? Das ist eigentlich alleine schon eine eigene Podiumsdiskussion wert. Ja, ein riesensperriges Thema, was wahrscheinlich noch zig Jahre dauert. Aber wo man mal gucken muss, wie man auf die Schiene kommt, danke dafür. Ansonsten. Ich habe noch eine Frage, sorry. Ich bin das hier hinten. Wir haben keine Zeit mehr, wir müssen jetzt Feierabend machen, tut mir leid. Okay. Wir haben jetzt hier vier Politiker, deren Wochenende wir ein bisschen was abgeknabbert haben. Einer ist angereist, zwei sind später abgereist wegen uns hier. Und erstmal, auch wenn es natürlich Fotos gab jetzt für Insta und ihr eine Geschichte erzählen konntet, vielen Dank, dass ihr hier wart. Und mit euch allen freue ich mich auf eine inspirierende Konferenz. Morgen werden wir unheimlich viel Debatten in unsere Köpfe reinschrauben. Aber fürs Erste haben wir auch noch einen geruhsamen Abend zusammen. Bis gleich. Applaus